Hallo, hallo. Hallo, liebes Internet. Hallo, Welt da draußen. Hallo, Mittwoch. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hatte heute ganz viele Audioprobleme. Ich hoffe, ihr hört auch das Intro. Ich sehe schon, einige Leute sind neu. Das freut mich natürlich, immer wieder zu lesen. Und ja, es war ja 2 Wochen Pause oder 1 Woche, 1,5. Keine Ahnung, es war zu lang Pause. Wir legen einfach sofort los. Come on. Auf geht's, ab geht's. Einschalten zum Abschalten. Hi. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auch. Yay! Super Ultra! Yay! Hallöchen an alle! So viele Highs! Schnell was zu essen, zu trinken holen, ne, für die nächsten 2 Stunden und unserer Fahrt hier. Ist das Kind schon da? Guck doch mal auf Instagram. Wow, wow, wow. Lorenz und Minecraft Gamer, Dankeschön! Wartet doch, bis wir im Talkscreen sind, dann sieht man das. Yeah, in OBS mal wieder kein Chat, das heißt, ich muss wieder gucken. Minecraft Gamer, Dankeschön! Super Ultra! Warte. So, stopp. Meinst du, ich habe das nicht gesehen in meiner Party hier? Lieber Ali? Ali? Hm? Tja, Ali, ist das schon weg? Oh, das tut mir aber leid für dich. Ich krieg das mit, wenn du hier böse Sachen schreibst, ja? Solche Menschen wollen wir hier nicht. Hallo Karin, die ist neu. Warte. So, letzte Chance. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Nice, wie auf einmal alle neu sind. Hi, ich bin neu. Hi, ich bin neu. Hi, ich bin neu. Ich bin der Neue. Ich bin neu. Neu, 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 neu. Neu, 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 neu. So. Wuhu. Hi. So, Pascal, dankeschön. Guck mal, direkt eine Farmparty für dich. Na, alles klar. Und danke Naruto Reviewer und Melinda LP. Danke, danke, danke. Glückwunsch, dass du Papa geworden bist. Ja, der kleine Wurm ist da. Deswegen habe ich letzte Woche nicht gestreamt, aber ich mache erstmal Musik an. Musik. So, ihr hört mich an, ne? Das ist schon mal gut. Ah. Moin, hoffe dir und deiner Familie geht's gut. Ja, alles super soweit. Bisschen übermüdet, aber das ist normal. Das ist bei allen so. Da kommt man nicht drum herum, weil jetzt dreht sich alles so um das kleine Leben und du schläfst halt, wenn du schlafen kannst. So. Wie lange streamst du heute? Wir streamen immer von 20 bis 22 Uhr. Ja. Und ihr seht schon hier unten, guck mal, einmal nicht gestreamt, ne? Wir waren mal 190, jetzt sind wir wieder 170. Verrückt, wie schnell das geht. Dankeschön, Marc. Dankeschön. Den Chat kann man sehen, alles funktioniert. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe heute nämlich Lars Abenteuer aufgenommen. Und da hat der Ton nicht ganz so funktioniert. Das war ein bisschen ärgerlich. Deine Frisur sieht schön aus. Nee, ich muss unbedingt zum Friseur. Unbedingt. Also so langsam nimmt das Ausmaße an, weißt du? Demnächst fängt das an zu reden. Da kommen hier irgendwelche Arme hinten so raus. So, hallo, Papa? Ne, so. Ja, also als allererstes, der kleine Elias ist da, ich bin Papa geworden, am 5.5. um 18.41 Uhr, das fragen so viele, obwohl man auf Instagram ein kleines Händchen sehen kann und so.
Kannst du bitte Hallo Yesong sagen? Habe ich jetzt gemacht. Hallo? Nimm mal die Cap ab. Nee, besser nicht. Du willst noch ein bisschen was in deinem Augenlicht haben. Also ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Bin mal kurz weg. Was habe ich verpasst? Hä? Achso, ich war kurz weg. Noch hast du gar nichts verpasst. Färb die Haare blau? Nö. Nö. Ich färb die, glaube ich, gar nicht mehr. Das letzte Mal wurde mir die Kopfhaut so weggebrannt, ey. Das ging echt böse aus. Das habe ich im Stream da gezeigt, ne? Wir hatten überall so Verätzungen. Überall, weil die ganze Kopfhaut war durch. Richtig schlimm. Alles Paletti, Lars. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut, alles schön. Ich habe sogar was mitgebracht. Und zwar etwas, meine Kindheit. Also so Kindheitserinnerungen, ne? Und ich glaube, das kennt ihr alle auch. Oh, und guck mal, da, genau wegen sowas steht da oben Dauerwerbesendung. Ich werde nicht bezahlt dafür oder so, aber damit man, ne, damit ich sowas machen kann. Tufi ist die beste Kakaomilch, was auch immer du kaufen kannst. Ich liebe Tufi, seit ich etwa 4 bin. Tufi! Wieso magst du Tattoos? Die sind ja schlecht für die Haut. Ey, das ist totaler Quatsch, die sind nicht schlecht für die Haut. Meine Haut hier drauf ist genauso gut wie die Haut hier oder hier. Das ist... Ah. Und weißt du, was das Beste ist an dem Tufi? Das Beste? Dankeschön, Dennis. Ich hab 2. Ich hab 2 Tufis. Ja. Ah ja. Wie geht's euch denn? Ich muss mal fragen, wie es euch so geht. Also wie gesagt, Baby Elias geht's gut. Da ist alles tutti. Bei der Mama ist alles tutti. Bei mir ist alles tutti. Es hat alles gut geklappt. Alle gesund. Die Kopfhörer Razer Kraken. Link müsste unten in der Videobeschreibung sein, ansonsten unter irgendeinem Video. So. Was sind das für Lichter und wie heißen die? Das hier, das habe ich selber gebastelt. Bestens, gut, mir geht's super. Tufi habe ich noch nie gehört. Was? Wie kann man denn noch nie von Tufi gehört haben? Das ist ja wie atmen. Tufi? Magst du Mario Kart? Ja, wenn du deine Freunde verlieren willst, ist Mario Kart eine super Sache. Die Musik ist sehr leise, ne? Ah, das war Musik. DJ Olivier, danke schön. Ich finde dich einfach klasse, mir geht es sehr gut. Danke. Und Jonas! Ich hab's schon hier rot in der Seite gesehen. Minecraft Gamer, danke schön. Wusstest du, dass im ersten Teil deine 17 Kerzenbündel und so weiter entfernt werden? Ja, habe ich eben gelesen, bevor der Stream losging. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt des Kleinen. Kauf dem kleinen Elias und der Mama was Schönes. Das habe ich schon gemacht. Aber Dankeschön. Alter, wie kann man Tufi nicht kennen? Was stimmt denn nicht mit euch? Dankeschön, Lukas. Sehr lieb von dir. Immer dran denken, wenn ihr liked, spende ich 1 Cent am Ende des Jahres. Ne? Nochmal Minecraft Gamer, Dankeschön. Mir geht's nicht so gut. Warum? Kostet Mitgliedschaft was? Drück doch mal drauf, dann siehst du's. Ich darf kein Instagram. Da kann ich aber nichts für. Streamst du mit Kroko? Nächste Woche vielleicht. Und, ja genau, das wollte ich auch noch sagen. Elias, ich habe überlegt, mache ich Bilder damit, mache ich Bilder nicht damit oder so. Es wird grundsätzlich keine Bibi-Lars-Fotos geben. Wird's nicht geben. Nein, wird's nicht geben. Braucht man nicht drüber reden. Maybe, vielleicht mal so von hinten, weißt du, also, dass wenn ich den auf dem Arm habe und ich von hinten fotografiert werde oder so, dass man sieht so, ich habe so ein Baby auf dem Arm, aber pff. Aber es wird nicht so sein, dass ich wirklich Baby Elias oder Baby Lars Foto mache, ne, weil, ganz ehrlich, er ist ein eigenständiger Mensch, der soll sein eigenständiges Leben machen und eigenständig groß werden. Melinda, dankeschön. Und es ist halt unheimlich schwierig, wenn deine Person immer mit irgendwas in Verbindung gebracht wird. Also. Guck mal, Trump Junior wird immer der Sohn von Trump sein. Er wird kein eigener Mensch sein. Er wird immer, du bist der Sohn von sein. Ne? Und das ist halt echt Käse und deswegen werde ich es nicht machen. Ich habe lange überlegt, ich werde es nicht machen. Ja. Ich fühle mich mal angeschaut, wenn du Elias sagst. Ja, hi Elias. Ist für mich auch ungewohnt, Elias zu sagen. Aber was für Mikrofon nutzt du? Ein Shure SM7B. Aber... Was ich auch noch sagen wollte, mit Kroko Minecraft Dungeon machen wir, sobald Kroko die Facecam hat.
Also noch ein bisschen warten. Sobald Kroko eine Facecam hat, machen wir Minecraft Dungeons, vorher aber noch nicht. Weil ich hätte gerne in den Videos so meine Facecam hier, seine da, so, weißt du, so. So, ich hätte gerne beide Facecams in einem Video, das finde ich ganz gut. Ich baue Star Wars Helme, wie findest du das? Wenn dir Star Wars gefällt, ist doch gut. Ich bin kein Star Wars Fan, ich kann da nicht mitreden. Warum steht unten rechts, da könnte ihre Werbung stehen? Zum Spaß oder Ernst? Das kann wegen mir auch ernst sein, das ist mir egal. Kroko hat gesagt Ende Mai. Ja, das ist auch meine letzte Info, stimmt. Bringst du Baby Lars Minecraft bei? Wenn er Bock auf Minecraft hat, dann können wir gerne das machen. Wenn nicht, dann nicht. Also, mit was schneidest du? Mit welcher App? Mit gar keiner App. Ich nehme Adobe Premiere Pro. Hi, sagt Hans Wurscht. Hans Wurscht, hi. Alles gut bei dir, Hans Wurscht? Ich liebe es einfach so durch den Chat wieder zu gucken und so ein bisschen zu quatschen. Und ah, herrlich. Wann beginnt es? Hey, wir sind doch schon dran. Ayessa, wir sind schon dran. Hi. Hi, Ayessa. Du bist schon live. Du bist in diesem Internet. Du kannst Mama sagen, sie soll mal reingucken. Sie sieht deine Nachricht. Ja, ja. Das ist ein Wunder der Technik. Craft Attack 9? Nein. Mystery. Ich glaube nicht, dass ich bei Craft Attack nochmal mitmache. Ich glaube, ich bleibe da definitiv bei Mystery. Wann kommt der Wald? Ich habe heute wieder was aufgenommen. Kannst du mal mit Kroko Ark spielen? Kroko und ich haben uns ein paar andere Spiele überlegt, die wir vielleicht angehen wollen, aber nicht Ark. Also Ark ist too much, finde ich. Internet ist doch eine Seifenblase. In gewisser Hinsicht. Hey, ich finde das alte Stream-Design besser als das alte. Ah. Okay. Ich meine, über das ist zu hoch für mich, da brauche ich Tuffy. Hallo Anushka. Bist du glücklich mit deinem Sohn? Lustigerweise, hat sich für mich überhaupt nichts verändert, gar nichts. Also es ist nicht so, weißt du, ich bin nicht überglücklich, ich bin nicht traurig, ich bin nicht super gestresst oder so. Also ich bin so, weißt du, es ist so, ich habe das Gefühl, nichts hat sich verändert, außer dass jetzt so ein Wurm da ist. Und genau aus diesem Grund weiß ich aber, dass ich das gut machen werde. Weißt du? Weil ich eben nicht übernervös bin oder überglücklich oder überschwänglich. Und ich habe einfach das Gefühl, yo, Bro, jetzt ist da so ein, weißt du, so ein. Und weil ich halt im Mut wie immer bin, glaube ich, mache ich es auch gut. Wie, was ist Tuffy? Tuffy ist Kakao. Wann kommt wieder Minecraft Mystery? Wenn die 1.17 da ist, also wahrscheinlich Ende des Jahres erst. Darf ich ein Toast sein? Natürlich. Emil, du kannst das fresheste Toast in Town sein. Da sagt keiner was. Alles gut. Du bist ein super Toast. Aber pass auf Bernd das Brot auf, ne? Der wird schnell neidisch, weil. Ich muss ein Plakat über Vögel in Navi machen. Hallo Lars, nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute zur Geburt. Ein kleiner Fall, Mitschreiter, Kanalmitglieder gemeint. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich mochte Navi. Ich hatte auch Biologie als Leistungsfach im Abitur. Wie findest du Laser, Luca oder Luca? Das habe ich letztens beantwortet. Bist du aus der DDR oder aus der BRD? Naja, ich sag mal so, als ich geboren wurde, gab es keine DDR mehr. Spielst du heute noch Minecraft? Ja klar, guck mal im Titel. Und Thumbnail und so, das machen wir gleich noch. Wie lange bist du schon verheiratet? Seit nicht mal einem Jahr. Wieso steht da Dauerwerbesendung? Das habe ich schon ein paar Mal erklärt. Einfach aus Vorsichtsmaßnahme. Weil, würde da keine Dauerwerbesendung stehen, dürfte ich die Basecap nicht tragen. Ich dürfte das Headset nicht anziehen. Ich dürfte überall, wo man irgendwie eine Marke erkennt, dürfte ich nicht nehmen.
Ich müsste hier mit dem Edding müsste ich unkenntlich machen. Das Logo müsste ich mit dem Edding unkenntlich machen. Es ist total bescheuert. Und deswegen habe ich gesagt, ne, weißt du was, ich schreibe einfach Dauerwerbesendung hin. So. Wie bei TV Total, einfach Dauerwerbesendung. Yannick, dankeschön. Sieht Baby Lars eher aus wie Papa oder wie Mama? Der ist noch nicht mal eine Woche alt, Digi. Der sieht noch aus wie ein zerknautschtes Gummibärchen. Ah, Jose, du auf, dankeschön. Hast du was mit Cosplay zu tun? Nee, hätte ich aber gerne. Ich mag Cosplay voll gerne, aber ich bin überhaupt nicht talentiert darin, irgendwie solche Kleidung zu machen. Samuel, auch dir, dankeschön, dankeschön. Gibt es eine Cap im Shop? Nee, also die hier gibt es im Elbenwald und so. Das ist ja von Death Note, weißt du? Das ist ja von dem Anime Death Note. Das ist ja L, der Detektiv, ne? So. Und L, weil Lars, weißt du? Ich mag Death Note und ich fange auch mit L an. Welchen YouTuber magst du am meisten außer dich? Also ich mag mich schon mal überhaupt nicht, ja, damit wir das mal festhalten. Nein. Ich gucke sehr gerne Gronkh, DanTDM und Jacksepticeye im Moment. Also schon länger. Gronkh schon seit 10 Jahren. Marcel, dankeschön. Und DanTDM, Jacksepticeye erst seit 2 Jahren. Kannst du mal Clash of Clans machen? Oh nee, das ist einer der sinnlosesten Apps, meiner Meinung nach. Wo kann man Tufi kaufen? Überall. Spielst du irgendwann wieder Vintage Story? Ja, habe ich eingeplant. Woher kommt das Geld für die Spenden? Von den YouTube-Videos? Kannst du vielleicht mal deine Einnahmen zeigen oder zu privat? Darf ich gar nicht. Darf ich gar nicht. Ja, ich weiß, es gibt YouTuber, die machen das, aber auch die dürfen es nicht. Und ich möchte auch gar nicht wissen, was die Konsequenz daraus ist. Das ist, du hast eine stillschweigende Vereinbarung darüber mit YouTube, wenn du das machst. OMG, er ist der Echte. Gibt's auch Unechte? Ich meine, gibt's eine Eisenfarm ohne Eisengolem? Hä? Hä? Wie soll das denn gehen? Denk doch mal drüber nach. Hä? Kannst du Zauberwürfel lösen? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Das habe ich noch nie gemacht. Magst du irgendwann ein Video mit Mini-Laserpin? Nein. Außer, wie entsteht eigentlich ein Kind? Das machst du noch in der 6. Klasse Bio-Unterricht oder Navi oder so. Da kommt das. Louis, dankeschön. Mein Lieblingsspiel außer Minecraft ist, ich warte im Moment ganz, ganz, ganz hart. Also das letzte Spiel, was ich durchgesuchtet habe, war Cyberpunk. Cyberpunk habe ich durchgesuchtet. Und das nächste Spiel, worauf ich ganz, ganz, ganz hart warte, ist Biomutant. Da warte ich schon seit Jahren drauf. Und It Takes Two spiele ich halt mit Frau von NASLP gerade. Ne? Wir sind fast am Ende. Wetten, du liest das nicht. Wette verloren. Dankeschön. Gib mal rüber den 5er für Döner. Safe Bioshock. Ja, Bioshock ist einer meiner Lieblingsspiele. Das stimmt. Bei uns kam das mit den Kindern nie dran. Echt nicht? Und du bist in der 9. Klasse? Bist du auch sicher, dass du nicht blau gemacht hast? Hightail, ja, aber Hightail wird noch dauern, das kommt ja nicht. Wann geht's weiter mit dem Community-Server oder ist das Thema vom Tisch? Guck mal, Community-Server war ja für die Community gedacht. Weißt du, das kann nicht in Abhängigkeit von mir sein. Es kann nicht sein, dass ich drauf sein muss, damit der voll ist. Der läuft eh noch 20 Tage oder sowas. Dann werde ich eine Tour machen, wo ich mir die 5 schönsten Gebäude oder so raussuche. Und dann wird der Server erstmal auf Eis kommen und dann schauen wir mal. Was mit dem neuen Hightail? Ja, das kommt ja noch gar nicht. Hightail dauert noch ewig. Die Jasmin, dankeschön Jasmin. Und die hat gefragt, warum war es eine Risikoschwangerschaft und... Wie war die Geburt? Geburt war super zackig. Der hat keine Stunde gebraucht, war der auf der Welt. Also hat richtig Gas gegeben, wie der Papa immer im Kopf durch die Wand. Risikoschwangerschaft, ja, weil die Mama halt ganz viele Probleme hatte, ne? So mit Diabetes zum Beispiel, all so ein Kram. Also. So, wann kommt mal wieder Lars Abenteuer? Habe ich heute aufgenommen. Mit Paluten aufnehmen? Nein, wird wahrscheinlich nicht passieren. Bist du geimpft? Ja, dazu gibt es ein Video. Diese Fragen, die eigentlich so offensichtlich schon beantwortet sind, denke ich mir immer so. Und dann denke ich,
Ja, okay, vielleicht ist der gerade reingekommen. Ist neu, weißt du, und fragt. Danke, Vodafone. Läuft ja wieder spitze. Das Internet läuft ja wieder spitze hier, dank Vodafone. Ey, ich muss einfach umziehen. Weißt du, ich ziehe in so ein Militärkrankenhaus und nehme da die Leitung. Was ist los? Kann ich in Minecraft dein Freund werden? Das wollen so viele. Das tut mir so leid. Das geht technisch nicht. Ich habe tausende Freundschaftsanfragen. Was ist Minecraft Earth? Ja, nee, das mag ich nicht. Das ist ja App-Gaming. Ich bin kein App-Gamer. Das Internet ist Fritte. Ja, echt mal. Ja, keine Ahnung. Dankeschön. Keine Ahnung, Dankeschön. Mich regt dieser DirectX-Fehler 5759 auf in Warzone. Ey, Warzone konnte eh so in die Tonne treten. Warzone ist... Call of Duty ist so voll mit Cheatern, das ist einfach... Welchen PC hast du? Geh mal bei Hightech und gib da mal Diablo ein. Dann findest du den. Ich kann mir keinen Tuffy kaufen, da es hier keinen Tuffy gibt. Oh. Weißt du, wie Kroko aussieht? Nein, weiß ich immer noch nicht. Ich habe Kroko selber noch nie gesehen. Noch nie. Mein Bruder mag dich überhaupt nicht. Ich kann ihn überhaupt nicht verstehen. Ja, aber das ist doch okay. So ist doch jeder unterschiedlich. Weißt du, das ist doch voll in Ordnung. Das macht uns hier aus. Deswegen ist dein Bruder auf seine Art und Weise voll das Schnittchen und du bist voll das Schnittchen. Warum bist du schon geimpft? Wegen meiner Frau wurde ich schon geimpft. Baby Lars heißt immer noch Elias. Und dem gibt Supi. Wann kommt die nächste Folge von The World of Magic? Ich muss erst gucken, dass ich das mit dem Drachen gefixt bekomme. Ich weiß nicht, wo da das Problem liegt. Hab das Bild in deiner Insta-Story gesehen. Voll süß. Ja, voll. Ich hab noch nie blau gemacht. Kannst du mal Trove spielen? Wir haben mal Trove gespielt. Das kam überhaupt nicht an. Trove kam überhaupt nicht an. Das ist echt schade, weißt du? Also, ich fand das schon interessant, aber es kam überhaupt, da kam, dieses Core Games kam viel besser an. Spielst du Fortnite? Nope. Redstone Guide, bitte. Hab ich schon. Das heißt Redstone für Dummies. Da erkläre ich Schritt für Schritt, warum, was, wie, wieso, weshalb. Für die Java, aber nicht für die Bedrock. Mit der Mod Create kann man Eisen farmen ohne Eisengolem. Ja, aber das ist ja mit einer Mod. Dann kann ich mir auch einfach Eisen geben. Das ist ja dann eh alles erlaubt. So. Tuffy gibt's in Österreich nicht. Oh, mein Beileid. Mein Beileid. Tuffy ist einfach... Weißt du, Tuffy ist so... Du fühlst dich gleich wieder wie 12. Und ich bin ja schon 13, ne? Also, oh, was würde ich dafür geben, nochmal 12 zu sein? Ich bin gerade draußen bei meinem Kiosk und kaufe Tuffy. Wie gut. Was hast du für Bildschirme? Random. Irgendwelche drei Samsung-Bildschirme, 4K, 60 Hertz. Also da ist mir das so. Was ist Tuffy? Das ist Tuffy. Ja. Haltbare Schokomilch. Nur 0,2% Fett. Warte, hier, ne? Ne, hier. Tuffy. Okay, reicht jetzt auch. Kannst du bitte Elias zeigen? Nein, wird nicht passieren. In Rheinland-Pfalz auch nicht, also Tuffy. Ey, klar, ich wohne in Rheinland-Pfalz und ich hab Tuffy. Was los? Telekom ist auch mega für einen Punkt, 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 Punkt. Alles hat Vor- und Nachteile, ist doch egal. Kannst du mal dein Setup zeigen? Jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade ist das ziemlich vollgemüllt hier. Allmöglich. Guck mal, hier zum Beispiel, hier liegt eine Ersatzmaus rum, falls die Kabellose leer geht. Und ach, hier ist noch, guck mal, hier ist, das ist der Hintern vom Furby. Der liegt hier noch rum und hier sieht's einfach aus. Ist der süß, also Elias? Jedes Baby ist süß. Was passiert hier? Ja.
Ich schwöre dir, ich habe noch nie Blog gemacht. Verdient man viel Geld mit YouTube? Ja und nein. Die Musik. Okay, also mit YouTube Geld verdienen ist so eine Sache. Wenn du ein gewisses Level schaffst, dann kannst du damit viel Geld verdienen. Aber man muss auch dazu sagen, das schaffen nur die wenigsten. Also nicht mal 1% aller YouTube-Kanäle schaffen es damit, so viel Geld zu verdienen, dass sie davon leben können. Und was viele immer vergessen ist, es geht halt um die Views, nicht um die Abos. Abos bringen dir nichts. Ja, es gibt so viele Kanäle, die haben 1 Million, 2, 3, 4 Millionen Abonnenten und kein Mensch guckt das. Und im deutschsprachigen Raum sage ich immer, guck mal bei uns, wir haben 389.000 Abonnenten oder was? Gucken so viele Leute wie bei Zombie mit 2 Millionen Zuschauer. Gucken doppelt so viele Leute wie bei Spark mit 1,2 Millionen Abonnenten oder so. Ja, also es kommt immer drauf an. So. Wenn ich ein Baby hätte, würde ich eine Streaming-Pause machen. Ne, warum? Das Baby schläft ja auch. Was zum Teufel macht der Hinterkopf von dem Furby? Nein, das ist der Hintern, ne? Das ist der Pöppel. Der Furby ist gerade quasi, weißt du, der hat den Hintern offen. FSK 0 Fassung. Oh mein Gott. Okay, was glaubst du ist dein erstes Wort? Wahrscheinlich Mama oder Papa. Wirbt Tuffy für den Stream? Nein. Nein, ich bekomme nichts von Tuffy. Ich war nur heute einkaufen. Der folgende Livestream. Nein. Dann würde ich das nochmal explizit sagen. Nein, ich war nur einkaufen und habe spontan Tuffy gesehen. Und ich mag einfach Tuffy. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Kannst du bitte mal deine Frau zeigen? Nein, die hat da keinen Bock drauf. Die will nicht ins Internet. Also, nö. Die ist ja selber ein Mensch. Die kann ja selber entscheiden. Was machst du heute? Wir spielen gleich eine Adventure-Map, wo es darum geht, dass wir quasi Technikverbote haben. Und wir müssen uns unsere Konsole zurückmopsen von Mama und Papa und dürfen uns nicht erwischen lassen. Ist YouTube für dich ein Hobby oder ein sogenannter Job? Glücklicherweise beides. YouTube ist, habe ich schon gemacht, da konnte man damit kein Geld verdienen. Einer der ersten deutschen Gaming-Videos ist von mir gewesen damals. Und also es ist für mich einfach ein Hobby, ich habe da Spaß dran. Und glücklicherweise konnte ich es auch zu meinem Job machen. Spielst du Rocket League? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Isst du gesund? Normalerweise ja, die letzte Woche nein. Warum grüßt du mich nicht? Weil ich nicht alle 2100 Leute grüßen kann. Dann sind wir die nächste Stunde mit Grüßen beschäftigt. Was machst du gegen Hater? Einfach bannen. Hater einfach bannen. Da kannst du eh nichts gegen machen. Weißt du, die haten, weil die haten wollen. Also die fühlen sich besser und haben Spaß daran, andere runterzumachen. Und ich lasse mich davon gar nicht runtermachen. Weißt du, es geht mein Zuckerfinger hier, ne? Der geht einfach direkt so mit der Maus auf die drei Punkte und dann so, Nutzer für immer vom Kanal ausblenden. Dankeschön. Dann werden alle seine Kommentare gelöscht und er kann immer noch Kommentare schreiben, aber die kann niemals wieder irgendjemand sehen. Upsi? Wann geht's los mit Minecraft? Jetzt gleich, alles gut. Chill doch mal. Kannst du spielen? Mir ist langweilig. Sophie, dann guck doch irgendwo, wo gespielt wird. Ich zwing dich doch nicht hier zu sein, oder? Ich meine, hey, Sophie, ne, wir zwei, du weißt. Ne, letzten Samstag. Verrat nicht zu viel im Chat, ne, aber come on. Wir müssen darüber reden. Sophie, was ist da los bei dir? Wie lange machst du schon YouTube? Richtig aktiv seit September 15. Ich habe eine Frage. Welche YouTuber guckst du gerne? Immer noch Gronkh, DanTDM und Jacksepticeye. Die Augen sind irgendwie rot. Ja, überleg doch mal. Ich bin vor einer Woche bin ich Papa geworden. Seitdem schlafe ich nicht viel. Ich habe ein kleines Würmchen hier, was eine Woche alt ist.
Hast du vor, Hardcore-Format zu machen? Ich glaube ja, ich weiß aber noch nicht. Ja, noch gibt's die Lampe im Merch-Shop, ne? Die Lampe gibt's noch, aber nicht mehr lange, weil das Mauspad ist unterwegs zu mir. Dann werde ich keine Lampen mehr bestellen, dann wird nur noch das rausgeballert, was noch gekauft wird. Und ab dann kann man dann, wenn die Lampen leer sind, kann man dann diese Mauspads quasi kaufen. Also wenn ihr noch so eine LED-Lampe haben wollt, dann jetzt, ne? Jason, dankeschön. Hi, Jason. Warst du schon mal in Kaiserslautern? Nö. Und Kroko guckst du nicht gerne. Das Ding ist, mit Kroko verbinde ich was anderes, weißt du? Also das ist, ich gucke Kroko nicht zu meiner privaten Entertainment, so wie du das machst, ne? Bei Kroko ist das immer irgendwie YouTuber-technisch. Wenn ich das gucke, dann denke ich mir so, oh, der hätte das ja anders machen können und er hätte das machen, so machen können und ich sag dem mal, vielleicht macht er das nächste Mal so und vielleicht findet er das besser, weißt du, das ist so. Das ist, gucke ich nicht zum Abschalten. So. Wie heißt dein Shop? Einfach lastlp.shop oder lolingo.de/lastlp oder so. Wie viel Uhr ist der Elias geworden? 18.41 Uhr. Wie oft spielst du Minecraft am Tag? Eine Stunde jeden Tag. Viele Fragen sind so... Guck auf Instagram, da werden viele Fragen beantwortet. Kannst du von YouTube leben? Ja, ja. Du, ich habe auch schon Angestellte. Meine Frau ist bei mir angestellt, wir haben Cutter angestellt, also mittlerweile ist das, entwickelt sich das hier zu einem Big Boosiness. Und viel mehr, als ich je gedacht hätte. Ich habe mir letzte Woche ein Video von Hardcore angeschaut, bei mir kann es nicht herunterladen. Das ist aber komisch. Grüße zurück nach Luxemburg und nein, ich spiele kein Fortnite. Hallo Leonie. Ich hab gerade gesehen, kannst du grüßen, Leonie? Okay. Hi Lars, kann ich Happy Birthday von dir? Ich werde 12. Heute? Wirst du heute 12 oder hast du ein Tattoo? Ich habe sogar 2 und hätte gerne schon 30, aber dank Corona. Ein Link zu meinem Mikrofon. Ja, guck einfach mal nach Shure SM7B. Das ist halt echt verdammt teuer. Da habe ich lange für gespart. Hast du Krokus überredet mit der Facecam? Krokus Facecam kommt Ende Mai wahrscheinlich. Entschuldigung. Ich will euch nicht anrülpsen, das macht man nicht. Okay, wann kommt wieder Lars Klärt? Alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, die letzte Woche war... Ich war im Krankenhaus 2 Tage lang, dann Geburt, jetzt Baby hier. Also das hat alles gedauert. Ja, aber das geht ja auch vor. Mein Wackelzahn ist gerade rausgefallen. Ja, voll nice. Spielst du zu Hause auch was anderes als deine Bedrock World? Ja, aber kein Minecraft. Also privat spiele ich kein Minecraft. Nicht mehr, weil ich spiele das einfach jeden Tag schon, weißt du? So. Kannst du mal eine Welt mit dem Seed 75280 machen und dann? Muss ich den Seed etwa kennen? Wie findest du Basti Georgi? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht. Pass auf, ich starte mal Minecraft. Wir starten schon mal Minecraft hier. Guck mal. Das Ergebnis von Corona. Hammer, ne? Wir starten schon mal Minecraft. Oder warte, ich tue das mal besser hier, oder? Tue ich das darüber? Ne, ich lasse das hier. Alles gut, ich lasse das hier. Ich starte nur schon mal. So. Rot. Nicht mehr rot. Weiß. Dankeschön, Alex. Happy Birthday, Elias, nachträglich. Dankeschön. Oh, Mann. Und alles Liebe, Gute euch dreien. Danke, danke, Alex. Danke, danke. Warum ich das Video zur Corona-Impfung nicht auf Lars Klärt hochgeladen habe, weil wir hier einfach mehr Menschen erreichen. Mir war es einfach wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und ich bin immer noch 13. Wirst du ein strenger Vater sein? Weder noch. Nein, ich kenne Basti GRG persönlich nicht.
Ich kenne Basti GRG als Mensch nicht. Ich kann nichts dazu sagen. Entschuldigung, dass ich kein Mitglied bin. Ist nicht schlimm. Man muss ja nicht Mitglied sein. So, okay. Ich schau mal gerade hier, bevor ich jetzt zu viel verspreche. Neu erstellen. Mehr entdecken. Wo ist das denn? Wo ist das? Wo müssen wir unsere... Ja, müssen wir unsere Zockerrechte zurückgewinnen. Hast du Haustiere? Instagram. Da siehst du das. Roblox. Ich habe letztens Roblox gespielt, ja. Ich wollte es mir mal wieder angucken. Und ich glaube, es gibt ein paar coole Sachen, die wir in Roblox machen könnten. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mache oder nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Hm. Wann kommt das Mauspad? Bald. Der Prototyp ist zu mir unterwegs. Also ich denke, so in 14 Tagen wird das Mauspad da sein. Also dann im Shop sein. Hm. Wann geht eigentlich der Java Guide weiter? Der Java Guide war ja soweit abgeschlossen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Remaster davon. Hm. Kann man die Bedrock gratis bekommen? Nein. Kannst du Luxemburgisch? Nö, kann ich nicht. Hi, worum geht's? Liebe Melanie, wir spielen jetzt gleich eine Adventure-Map. Ich habe schon mal angemacht. Ich wollte nur ein bisschen Chat gucken. Mein Tufi habe ich leer geschlürft. Können wir Lars LP Junior sehen? Siehst du, genau das meine ich. Es ist jetzt schon Lars LP Junior. Obwohl ich nur Elias sage. Oder Baby Lars. Und Baby Lars sage ich schon nicht oft. Weißt du? So. Und jetzt sagen Leute schon, können wir Lars LP Junior sehen? Nein. Werdet ihr nicht sehen. Das ist genau das, was ich meine. Es fängt jetzt schon an, dass Menschen das sehen als ein Lars LP Junior und nicht als ein eigenständiger Mensch. Schleichwerbung. Gar keine Werbung, Mann. Ich hab einfach nur spontan Tufi gekauft. Lieber PC zusammenstellen oder fertig kaufen? Will 1000 Euro ausgeben. Ja, dann definitiv zusammenstellen. Bitte, du liest das nicht. Sitzen zwei Backofen, sagt der eine. Ist echt heiß hier drin, sagt der andere. Heilige Makrele, ein sprechender... Das ist doch... Das habe ich doch letztens erst gesagt. Angelika, dankeschön. Dankeschön. Hallo, Angelika. Auf jeden Fall ja, aber nein. Ich würde die Version kaufen, die meisten Freunde haben. Weißt du, wenn deine ganzen Freunde die Bedrock haben, kauf die Bedrock. Wie wär's mal mit einer Minecraft-Challenge, bei der man so schnell wie möglich sterben muss? Oder am weitesten kommt? Ja, so schnell wie möglich sterben ist ja easy. Also, dann ist die Challenge ja schnell durch. So, pass auf, wir fangen mal an hier. Wir machen mal an, oder? Machen wir mal an? Sollen wir mal anfangen mit der Map? Ich guck jetzt, ob mehr ja oder mehr nein. In der Zeit mache ich mir mein zweites Tufi auf, ja? Weil ich mache ja hier Tufi-Werbung, habe ich gehört. Wie geil. Die Map ist Bedrock. Wie wär's mit Roblox? Ja, wie gesagt, Roblox muss ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Guck mal, der Christian schreibt nein. Der Christian will noch reden. Christian, vielleicht finden wir nachher noch einen Moment im Discord. Aber okay, also die Ja-Fraktion hat definitiv gewonnen. Ja, ich fange jetzt an. Guck mal, so nett bin ich, ja? So nett bin ich, dass ich wenigstens sage, okay. Ich versuche immer, alle irgendwie glücklich zu machen. Sollte man auch wertschätzen. Gibt genug YouTuber, die machen das nicht. Dem Baby geht's super und ich bin immer noch 13. Das ist die häufigste Frage. Okay, pass mal auf. Warte. Wir gucken gerade. Hat geklappt. Nice. Guck mal, hier unten kann man das mal alles sehen. Angelika, Jason und so weiter. Alex. Die Musik machen wir mal aus. Wir wissen nicht, ob es hier drin eine Musik gibt. Wir schauen mal. Diese Welt erschaffen. Nein, ihr werdet Elias nicht zu sehen bekommen. Busted. Okay, erstellen. Wir erstellen mal. Komm, wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Also wir müssen, es ist quasi so, wir haben Technikverbot bekommen und wir müssen uns unsere Technik erschleichen quasi. Ja, also wir müssen Mama die Sachen wieder mopsen. So.
Ha, sieht aus, als wärst du endlich angekommen. Du hast zu viel Videospiele gespielt und das ist das, was deine Eltern sagen. Die haben dir deine Shape Station Konsole weggenommen und irgendwo versteckt. Und wenn du mal wieder ein bisschen Spaß mit Videogames haben willst, musst du sie dir halt zurückholen. Du musst aber aufpassen, dass du nicht erwischt wirst von Mama oder Papa. Komm, was steht da noch? Hallo? Text? Text! Was ist mit dem Text da oben los? Ja, so. Guck mal, Medium, Easy, Hardcore. Vielleicht machen wir. Was sollen wir nehmen? Ich überlege, ob wir Easy, Medium, Hardcore nach und nach machen oder ob wir direkt Medium starten. Was sollen wir nehmen? Hast du Schule? Ja, ich fand Schule immer gut. Ich fand Schule immer gut. Ich bin immer so gerne zur Schule gegangen. Aber, machen wir einfach oder mittel? Die Leonie. Oder, da könnte ja der dahinter stecken, aber. Die meisten sind für Medium, glaube ich. Ich glaube, die meisten sind für Medium. Wir müssen mal gucken, wie lange so ein Run dauert. Ich glaube, die meisten sind für Medium. Come on. Wir versuchen mal Medium. Jo, kann ich das jetzt? Ach, das ist der Unterschied. Bei Medium kriegst du nicht gesagt, wo Checkpoints sind, bei Easy schon. Wie groß ist denn deine Lampe im Shop? So. Also als Leselampe kann man sie jetzt nicht verwenden. Dafür werden diese LED-Platten nicht hell genug, aber. Okay, Medium. Können wir nehmen Medium. Was ist hier? Keine Checkpoints. Wow, okay, du musst das in einem Run schaffen. Dann machen wir erstmal Medium. Komm, erstmal Medium. Ist hier hinten noch irgendwas? Hier kann man rausgucken. Da. Okay. Ich blick nicht mehr durch. Bist du wirklich 13? Nein, ich sage immer nur 13, weil das Alter vollkommen egal ist. Also, mir ist ja auch egal, wie. Oh, cool. Das Haus sieht ja cool aus. Das ist ja voll. Ich meine, ist das so ein bisschen wie Secret Neighbor? Ist das wie Secret Neighbor? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob wir alles geklaut kriegen. So. Also, wir müssen ja unsere Konsole zurückklauen, ne? Und warum, was bin ich für ein Junge, dass ich auf so einem Luftschiff wohne? Weißt du, Mama und Papa haben so ein Haus und ich schlafe auf dem Luftschiff? Ist schon irgendwie cool. Ich weiß nicht. Machst du später auch Hardcore? Ja, wir gucken erstmal, wie lange das dauert, ne? Müssen erstmal. Kann ich jetzt einfach hier reingehen oder muss ich noch irgendwas drücken? Ich habe das Gefühl, ich muss noch irgendwas drücken. Ich habe das Gefühl, es geht noch gar nicht los. Ähnlich, okay. Wow. Also, Hello Neighbor habe ich nicht gemocht, muss ich ehrlich sagen. Das war mir ein bisschen zu weird irgendwie, Hello Neighbor. Wie sollen wir denn hier? Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Hä? Bisschen Musik wäre cool, ne? Aber haben wir leider nicht. Komm ich. Gibt's irgendwo einen Kellereingang? Dachte jetzt, wir müssen uns echt so durchs Haus sneaken, aber wir müssen erstmal reinkommen. Okay, gibt's hier hinten irgendwo einen Eingang? Okay, da komme ich. Was ist das mit den Spinnennetzen hier? Okay, da ist ein Knopf. Ich habe gegoogelt, Lars 31 Jahre alt. Lustigerweise stimmt's nicht. Und die nächsten, die googeln was anderes. Finde ich voll lustig. Ich habe mich auch schon mal selber gegoogelt und das meiste, was da steht, stimmt halt einfach nicht. Ich finde es so gut. Aber hier ist doch. Hier war ein Knopf oder was? Oder. Wo habe ich den Knopf übersehen? Vielleicht der Hebel am Luftschiff? Warte, wir gucken mal. Nee, da ist ja ein Hebel. Da, ich glaube, das ist Deko. Also ich glaube nicht, dass hier was passiert. Aber es könnte sein, dass ich hier unten wirklich was übersehen habe irgendwo. Nein, 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 nein. Wir haben es auf Medium. Aber man muss das ja noch irgendwie starten, weil sonst könnte ich ja on point quasi, also on the fly, könnte ich ja quasi dann die Schwierigkeit ändern. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, oder?
Hä? Ich will jetzt meine Konsole zurückklauen. Lars 13, kapiert ihr? Ja, sei doch mal nett, ey. Muss die Leute doch nicht gleich anschreien. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste hier noch irgendwas drücken. Geh rein in das Haus. Ja, ich muss erst mal gucken, wo. Was ist denn hier? Komme ich hier irgendwie? Nein, hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Was ist das denn für ein Haus, sag mal? Wie soll man denn hier... Okay. Kann ich... Nee. Nein, komme ich nicht hin. Okay. Irgendjemand hat gesagt, hier war irgendwo ein Knopf, den ich übersehen habe. Ich weiß zwar nicht wo, aber okay. Komme ich eigentlich von... Komme ich hier... Hä? Ist da eine Alpha-Wand? Das geht also nicht. Vielleicht noch da drüben. Warte. Ich gucke nochmal. Du bist 35, oder? Nö. Okay. Ich bin verwirrt. Kennt jemand jemanden von euch? Ich. Neben der Treppe ist der Knopf. Okay, ich guck nochmal. Alter, der DJ Oliver hat voll übertrieben. Der hat einfach 91 Euro gespendet. Oder Olivier. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, was ich dazu sagen soll, aber Alter. Alter. Dankeschön. So, er hat gerade jemand gesagt, neben der Treppe ist der Knopf. Neben der Treppe. Neben der Treppe im Luftschiff. Hier ist eine Leiter, keine Treppe. Und hier ist auch kein Knopf neben der Leiter, weißt du? Wo ist denn? Hier ist eine Treppe, ne? So, also nicht du, hier ist so eine Brücke. Und da ist auch kein Knopf. Was erzählst du denn für ein Käse im Chat, sag mal? Was denn für eine Treppe? Der Knopf ist neben der Treppe beim Haus. Ach so, jetzt beim Haus. Eben war Luftschiff. Neben der Treppe beim Haus. Warte. Das ist doch die Treppe. Sag mal, bin ich denn blind? Hier ist doch kein Knopf. Hier ist doch... Hä? Hier ist doch kein Knopf. Was erzählt ihr denn? Also entweder muss ich echt mal wieder zu viel machen und mir neue Gläser machen lassen, weil ich wirklich einen Knick in der Optik habe, aber hier ist doch kein Knopf. Auf der Tür ist... Hä, das sind doch... Das sind doch Tore hier, ist doch kein Knopf, Mann. Wasser, durchs Wasser. Okay, ich weiß zwar noch nicht was. Okay, endlich jemand, auf den man hören kann. Ach, Mann. So, dann gucken wir mal. Ich muss hier runter, ne? Okay, wir sind drin. Mission läuft. Mission lautet, wir müssen unsere Playsee zurückholen, die Mama und Papa uns abgenommen haben, weil wir halt so viel gezockt haben, ne? Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht erwischt werden. Ich weiß noch nicht genau, wo hier Checkpoints oder sonstiges sind, aber... Wie ist das denn? Dankeschön, Lou. Danke. Der Elias hat 3420 Gramm gewogen. So, ich sneake jetzt erstmal hier durch, ne? Weil... Es ist so leise einfach. Ich hätte gern so ein bisschen detektivische Hintergrundmusik, aber leider habe ich selber gerade keine. Sonst würde ich die ja anmachen. Also ich hatte so eine Musik noch nie gebraucht, deswegen. Ach komm, wir gucken mal. Zur Not können wir ja einfach rennen, oder? Gut, hier geht's eh nicht weiter. Wir müssen hier. Nein. Wo sind denn Mama und Papa? Und wo ist meine Konsole? Haben die irgendwo hier unten versteckt? Ich muss die erstmal finden hier unten, oder? Aber dann wäre das voll einfach. Da könnte ich einfach im Wasser wieder rausschwimmen. Mit einer Konsole. Ich bin ja... Oh Gott.
Mit einer Konsole. Ich kann doch nicht einfach mit einer Konsole. Ich bin so ein Beppo, Mann. Klar, ich klemme die Playsee unter den Arm und schwimme einfach wieder raus. Okay. Ach. Deine Eltern sehen dich. Ja, mein Papa sieht mich eh. Der braucht nur zu Hause Internet anmachen, ne? Aber cooler Teppich. Also, wir müssen irgendwo einen Schlüssel gefunden haben. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Hallo? Upsi. Ich kann es nicht wieder hinbauen, weil Abenteuermodus. Ja, verkaufe ich auf dem Flohmarkt. So, irgendwo muss ein Hebel sein, ein Schlüssel sein. Irgendwo in diesem Labyrinth muss ein Schlüssel sein. Was spielst du? Wir spielen Bastet. Das heißt, unsere Eltern haben uns unsere Konsole weggenommen und wir müssen die quasi uns wieder stibitzen und dann damit abhauen, ohne gesehen zu werden, damit wir wieder ein bisschen zocken können. Weil wir sind voll die Spiele-Junkies hier. Claudia, dankeschön. Das ist immer voll weird, wenn ich Claudia sage, weil Frau von Lars LP heißt auch Claudia. So. Wo ist der Schlüssel? Ich suche einen. Aber ich kann das doch alles nicht rechtsklicken, ne? Das sind... Okay. Komische Notenblöcke. Aber irgendwo hier muss ein Schlüssel sein. Das war Papas Lieblingsbild. Ja, es tut mir leid. Ich hab's ja noch, ne? Noch hab ich's nicht verkauft. Hallo? Oben beim Tisch war ein Schatten. Guck mal da. Okay, 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 okay. Dann gucken wir gleich mal oben beim Schatten. Ich habe aber das Gefühl, dass irgendwo hier oben so eine Truhe stehen muss oder wir irgendwo Schritt für Schritt hochkommen müssten, weißt du? So irgendwann so oben, also oben auf den Regalen sind und dadurch dann einen Vorteil bekommen. Warte, wir gucken nochmal gerade oben im Schatten. Ich habe gesagt, wir gucken mal beim Schatten. Komm, machen wir das mal. Hier oben beim Tisch war ein Schatten. Da. Okay, stimmt. Wow, okay, sehr gut. Sehr, sehr, da, Alter. Das ist zwar nicht vom Schlüssel, aber clever kombiniert, Watson. Katsching. Mama? Ich höre Schritte. Papa? Kann ich mich irgendwie verstecken? So im Schrank oder so? Alter, was geht mit der Mama ab? Sag mal, macht die da... Macht die da Nordic Walking oder was? Guck mal, da hinten ist Papa. Und Mama rennt immer da im Kreis, okay? Okay. Mama! Ja. Hey, wann sehen die mich denn und wann nicht? Ich hab das noch nicht so ganz raus. Da waren die Zuschauer schlauer. Das sind die meistens. Weißt du, das hören die auch gar nicht. Aber wo verstecke ich mich? Hier? Die hören das nicht, nein. Nee, nee, nee. Beste Mama von Welt, die hört das nicht. Mama? Mama? Das Bild ist unscharf. Geh in den F5-Modus, ja, und dann? Was habe ich davon? Hä, wie war das? War ich jetzt zu laut oder war ich zu nah? Einfach wegboxen, ja, lass mal probieren. Jo, Mutti! Mutti! Mutti, ich will meine Konsole wieder! Mutti, geh weg jetzt! Einfach Mutti so. Mutter auf Wish bestellt. Ich bestell Mutti auch auf Wish. Dankeschön, Tobias. Mutti auf Wish bestellt. Mutti, geh weg! Ich hab keinen Bock auf dich. Aber wo kann ich mich denn hier? Ne, das sieht die. Die sieht mich hier doch. Guck mal, da ist ein Schloss. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Oh, ich dachte, die geht vorbei schnell genug. Lars, du musst dich doch nicht vor dir selbst verstecken. Immerhin bist du auch ein Papa. Ja, aber. Weißt du, der kleine Elias hat noch keinen Dreamcast, den ich ihm wegnehmen kann. So.
Was ist denn hier, sag mal? Okay, hier bin ich versteckt, okay. Papa steht einfach rum, ja. Ey, Manuela Berger, nicht so fies. Noch ein Schatten. Ja, aber das ist das Schloss, ne? Das ist das Schloss. Das ist das Schloss. Und wir brauchen noch den Schlüssel. Mutti. Mutti, Mutti mal vom Acker hier. Geh mal mit Vater an einkaufen oder so. Vater. Okay. So, irgendwo muss ein Schlüssel sein. Da ist ein Trichter, wo ich gerade war. Okay, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir müssen gerade gucken hier. Wo ist ein Trichter? Ich brauche einen Schlüssel. Vor allem, wie viel Mutti hier einfach nur im Kreis joggt, ne? Nein, Mutti. Ich laufe jetzt einfach hinterher, so. Dann kann ich erstmal gucken. So, wo war ein Trichter? Wo war ein Trichter? Die checkt doch gar nichts, ne? Da ist kein Schlüssel drin. Okay. Ohohohoho. Okay, da war schon mal kein Schlüssel drin. Mutti, Mutti. Nein, nein, nein. Aber ist schon mal nichts im Ofen. In der Ecke. Der Schlüssel ist im Dropper, auf dem Schrank. Ja, jetzt lass mich doch mal gucken, Mann. Mutti, Mutti. Ja, danke. Im Dropper auf dem Schrank. Da oben, oder was? Aber das hier ist doch so ein Essensaufzug. Warte, warte. Mutti, Mutti. Aber das ist doch ein Aufzug. Hier, also hier ist schon mal kein Dropper. Welchen Schrank meint ihr denn? Hi, du Keck. Hi, du Keck. Neben der... Hä? Neben der Tür. Mutti, nerv nicht. Ich gehe erstmal hier rein. Auf dem Schrank, auf dem Schrank, auf dem Schrank. Ja, aber hier sind ein paar Schränke, Mann. Hey, Mutti, ich stehe doch nur hier. Der Schlüssel ist neben der Tür. Die einen sagen auf dem Schrank, die anderen auf der Tür. Chat, entscheidet euch mal. Hey, hier ist nichts neben der Tür, Mann. Da ist ein Knopf, jo. Okay. Danke, Leim. Sollten wir die Tür nehmen? Sollten wir das Schloss nehmen? Ich bin verwirrt. Sind Mutti und Vati jetzt noch unten? Ey, guck mal, der ist cool. Der ist wirklich cool. Der Schlüssel ist da, wo der Schlüssel ist. Wow. Okay. Mutti. Das ist ein schönes Bild von Onkel Bernd. Und es gab einsame Nächte. Mutti. Und Onkel Bernd. Was? Wir gucken mal weiter. Hallo? Schlüssel! So, das wird der Schlüssel sein. Jetzt können wir wieder runterfahren, ne? Pass auf. Wann kommt das nächste Projekt? Pff, nicht mehr allzu lange. Mutti macht Ärger, ne? Hallo, fahr doch mal hier. Was ist denn los? Du bist komisch hier, fahr mal. Ah ja, Bernd ist ein Mädchen. Ne, wieso? Jo, okay. Ich glaube, der fährt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen irgendwie... Können wir irgendwie hier so... Ich weiß nicht, ob wir Mutti echt vorbeisneaken können. Die Mutter ist halt oben und unten. Ja, die ist halt... Das ist normal, weißt du, wenn die chinesisch gegessen hat. Ich kann da nicht vorbeirennen wie so ein Bekloppter. Also, wir können auch versuchen, einfach so...
Das ist das Lustige, ist nämlich, wenn, sobald du in eine gewisse Nähe kommst, dann registriert die dich, egal ob du dich bewegst oder nicht. Pass auf. Siehst du? Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Mutti! Ja, aber der hier will nicht mehr. Der will nicht mehr, der fährt nicht mehr. Fahr jetzt. Los. Mutti macht Ärger, echt mal. In der Küche ist der Trichter. Ja, aber wir müssen ja jetzt erstmal wieder runterkommen. Das Doofe ist, dass der Essensaufzug nicht mehr fährt. Der hat uns jetzt hochgebracht, aber der bringt uns nicht runter. Können wir Mutti irgendwie hier... Kann ich Mutti ablenken? Okay. Über den Zaun springen. Ja, aber das. Also hier kann ich ja nicht. Warte, muss ich da irgendwie. Muss ich das benutzen? Muss ich da irgendwie. Guck mal, weil das so grün leuchtet, ne? Wir kriegen jetzt so einen Hint, weil ich bin halt doof. Und deswegen kriegen wir jetzt so einen Hint. Wow! Okay, das ist nice. Das ist nice. Okay, das habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, so in der Art. Warum guckt Vater jetzt in die Küche? Eben hat er doof in den Flur gestartet, jetzt startet er in die Küche. Was mit Lars klärt? Geht bald wieder weiter. Dicky, ich bin Papa geworden. Ich hatte ein paar Tage was anderes zu tun. I'm so sorry. Vater? Wade macht der Vater da. Didip, didip, Wade macht der Vater da. Didelidelidel, Wade macht der Vater da. Didip, didip. Wenn der Vater in Rüstungsständer dann hat er immerhin den Ständer. Was? Was? Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. So, okay, jetzt müssen wir irgendwie. Was ist das hier? Okay. Passiert hier irgendwas? Nein. Alles Gute zur Vaterschaft, Dankeschön. Aber, weil hier kommen wir nicht vorbei, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Oder? Ist da noch was drin? Ein Hebel. Oh. Was machen wir mit dem Hebel? Was machen wir mit dem Hebel? Druckplatte. Ja, da waren wir schon drauf, aber da ist nichts passiert. Was machen wir? Hier was drin? Nein. Ach, guck mal, was ist denn? Aha. Aha! Und wie komme ich jetzt da? Ich bin doch so grottenschlecht in Jump'n'Run. Ich komme doch niemals darüber. Ich bin der schlechteste Jump'n'Runner auf diesem Planeten. Warum macht ihr denn sowas? Das geht doch nicht. Da kommt man doch nicht rüber, Alter. Wer macht denn sowas? Oder muss ich? Okay. Bin ein bisschen spät, wurde schon über Baby Lars geredet. Ja, Baby Lars, also Elias geht es super, alles gut, ist zu Hause. Werd keine Fotos von ihm machen, werd ihn nicht in die Kamera halten. Das kann er alles selber entscheiden, wenn er mal groß genug ist. Ich möchte das nicht selber vorweg entscheiden, weil er ist ja ein eigenständiger kleiner Wurm. Sohn oder Tochter? Ja, Elias ist Sohn. Kann ich mal ein bisschen Luft holen hier? Vielleicht komme ich hier irgendwann raus mit der Konsole. So. Hey, was ist das denn für eine Map? Ernsthaft, was ist das für eine Map? So, ich meine, wir sind in einem einzigen großen Haus. Was ist das hier? Dankeschön, Emma. Guck mal, Tach, Corinne hat geschrieben, du bist so hängen geblieben, warum spielst du Kinderspiele? Dann hast du Minecraft nicht verstanden und ich weiß jetzt schon, wer hier das Kind ist. Dankeschön, tschüss. So, ich wollte es mal gesagt haben.
Das ist die Map der Map. Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Oder haben die unsere Konsole im Sandkasten verbuddelt? Weißt du, wie ich meine? Wir sind ja in einem einzigen großen Haus und das hier ist ja... Die haben doch nicht das als Garten oder was? Normale Geburt? Ja, ja. Jetzt rennt Mutti wieder im Kreis, ne? Ach, jetzt rennt Vater im Kreis. Und wo ist Mutti? Okay. Tschüss. So. Was? Wieso reagierst du nicht? Was? Ach so, Power Angel hat glaube ich, schon gelöscht. Okay. Ja, dann muss ich nicht drauf reagieren. Alles gut. So, nächste Truhe. Lass mal gucken hier. Wir haben jetzt schon ein Stück... Okay, was mache ich? Kaktus! Nee, aber was mache ich denn mit der Sichel? Also wofür? Soll ich hier ein bisschen... Okay. Okay, warte mal. Come on, Mutti! Was bist denn du für eine Stalker-Braut, sag mal? Kannst du mir helfen, Kuchen zu backen? Du findest alles, was du brauchst im Gewächshaus und hinten im Garten. Wenn du fertig bist, bring mir den Kuchen. Mhm. Okay. Jo, mach mir mal. Danke. Jetzt muss ich auch noch Kuchen backen hier. Was ist denn los? Also, was brauche ich? Zucker, Eier, Weizen? Warum machst du kein Mystery mehr? Hä, weil Mystery ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und weil Mystery doch zu Ende war. Und jetzt machen wir ja irgendwann Mystery Staffel 2. So, warte, hier. Das ist das hier, ne? Und irgendwo hier müsste... Wieso drei Eimer? Und Milch. Danke, Joshua. Ich bin seit einer Stunde... Kannst du mal bitte ein funktionierendes Flugzeug mit Commands machen? Ne, es geht ja auch ohne Commands, aber... Nö. Also Commands sind eh nicht meine Stärke. Das habe ich noch nicht so wirklich gemacht. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wir machen schnell den Kuchen, damit wir weiter unsere Konsole finden. Ich will ja gerne ein bisschen zocken. So, hier sind Hühner. Ich hoffe, ihr habt genug Eier rumgeballert. Ja, habt ihr. Brauchen wir eine Werkbank? Ist das hier eine Werkbank? Ich brauche noch Zucker und Milch. Okay. Ja, hier, viel Spaß da. Schenke ich euch hier. Macht mehr Hühner. Macht mehr Hühner. So, bitteschön. Habt ihr auch schon mal von Mama und Papa was weggenommen bekommen? Ist ja egal was, ob es jetzt die Konsole ist, das Handy oder weiß ich nicht, ne? Und habt es euch dann einfach wieder geholt, ohne zu fragen. Ups. Habt ihr das schon mal gemacht? Also jetzt ernsthaft? Wir mopsen ja gerade unsere Konsole zurück. Ein Gewächshaus sogar, ja. Ja, mein Handy. Ja, ich glaube auch die meisten Handy, ne? Ich glaube, die meisten haben sich echt ihr Handy wiedergenommen. Ich glaube, die meisten haben sich das Handy wieder gemopst. Danke, nice fire. Wann machst du Minecraft Dungeons? Sobald der Kroko eine Facecam hat. Ich sollte ja ins Gewächshaus, Dingensbummens. Aber das war doch hier, ne? Ich bin gerade mehr vor Vater erschrocken als vor Mutti. Zack, zack, zack. Dankeschön. Gib mal her, da Zucker. Jetzt machen wir einen Kuchen, du. So, erstmal Zucker. So. Zucker, Kuchen. So, Mutti, wohin mit dem Kuchen? Guck mal, Mama, ich hab Kuchen hier. Hier, nimm Kuchen jetzt. Achso, wo sollte ich den nochmal hinbringen? Warte, was stand da? Wenn du fertig bist, platziere den Kuchen auf dem Tisch draußen und komm zu mir und sag mir Bescheid. Okay, wahrscheinlich da, ne? Das sieht aus wie so Geburtstag. Niemand mag mich! Stimmt doch gar nicht. Ach da, ne? So, wunderbar. Stimmt doch gar nicht. Nee, aber vom Lehrer. Du kannst doch nicht dem Lehrer was abziehen. Das ist aber überhaupt nicht schlau. Oh, danke, dass... Was habe ich denn? Eine Wasserpistole, okay.
Ich versuch's mal am Pool. Wie? Das hier ist kein Pool, das ist ein Teich. Wo ist der Pool? Also im Übrigen sieht das bei mir zu Hause genauso aus wie hier, ne? Also ist ja logisch. So, ich habe auch so ein Haus, ne? Klar. Pool? Hier ist doch nirgends so ein Pool, Mann. Wo ist denn hier ein Pool? Sag mal, Pool? Ja, klar, ey. Das ist hier voll übertrieben. Und jetzt? Ja, was? Hä? Wie benutze ich die denn jetzt? Aha. Ach so, jetzt kann ich. Ach so. Kann ich vielleicht da oben rein jetzt, so mit Sog? Was ist das für eine reiche Familie? Ja, echt mal voll übertrieben, ne? Aha, das heißt, ich kann mich jetzt so lang sogen, also quasi so. Jupp, und jetzt bin ich hier hoch. Okay, hier ging auch eine Treppe hoch. Super Party. Ah! Geht's hier? Nee, geht's auch nicht rein. Aber wo könnte ich denn mit Sog hin müssen? Eine Ahnung? Wo könnte ich mit Sog hinkommen? Weißt du, Lars, als ich letztes Jahr Minecraft entdeckt habe, hast du mir Minecraft für Anfänger alles erklärt. Deshalb bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Okay, genug geschleimt. Alles gut, Theo. In die linke Hand packen, ja, und dann? Meine Eltern haben meinen PC vor einem halben Jahr abgebaut wegen einer 6 im Physiktest. War aber fair und war nur eine Woche. Ja gut, das stimmt. Also es ist gut, dass du das selber checkst, so dass das eigentlich ganz fair ist. Da ist eine Druckplatte im Pool. Ja, aber dafür brauche ich doch Sog nicht, oder? Also es sind ja auch keine Druckplatten, das sind ja so... Oder? Also... Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, wir müssen uns irgendwo hochschießen, wo wir sonst nicht hinkämen. Also vielleicht irgendwie hier hoch. Das ist ja eine Falltür, ist keine Druckplatte. Ne, da kommen wir aber auch. Hier kommen wir doch auch so hoch, ne? Oder? Okay, warte. Okay. Okay. Ich glaube hier hin. Aber mal ernsthaft, wo haben die denn bitte die Konsole versteckt? Also ich meine, hey, okay, wir waren ein böser Junge und so. Wir haben ein bisschen Mist gemacht. Aber die machen doch nicht hier gleich so ein völlig übertriebenes Rätselei, nur um die Konsole zu verstecken. Jo, danke. Farbloser Schlüssel, den haben wir schon mal. Ich weiß zwar noch nicht, für welche Tür, aber wir haben ihn. Oh. Komm ich hier? Nee, Alpha-Wand, okay, da komme ich nicht weiter. Schade, wäre ja auch zu einfach gewesen. Was ist hier? Komme ich hier weiter? Nein. Überall unsichtbare Winde. Das ist ja doof. Okay. Chips. Okay. Was mache ich hier jetzt? Ach, guck mal. Meinst du, du bist normal, fett oder dünn? Also normal fett oder dünn oder fett? Hä? Ich glaube, ich bin normal, aber ich bin noch 2 Meter groß. Da musst du echt schon viel essen, um fett zu werden. Bester Jump, sag mal. Ich glaube, wir sollten eher da hoch, oder? Bin ich wieder hier? Ach, da ist eine Tür. Warte, aber da gehört, glaube ich, ein roter Schlüssel rein, oder? Jupp, der passt nicht. Das ist doch der Schlüssel, den ich habe quasi. Okay. Und hier ist wieder so. Das ist aber vom Schloss, ne? Okay. Wir brauchen einen anderen Schlüssel. Rechts ein U-Boot. Nein, das ist ein fliegendes Schiff. Also das ist ein Luftschiff. Das ist kein U-Boot. Das heißt, wir müssen nochmal hoch, nochmal runter, nochmal jumpen und dann nach oben, ja? Glaube ich. Ich glaube, wir sind eins zu tief. Piu! Dankeschön. Oh, wir können aber auch mal hier hochklettern, ne? Hier oben waren wir nämlich auch noch nicht. Bevor wir jetzt wieder abhauen direkt. Vielleicht finden wir hier auch noch einen Schlüssel. Ist aber ganz schön groß und gut gemacht, finde ich eigentlich bis jetzt. Dafür, dass die Map nicht teuer ist. Die Map kostet, glaube ich, 800 Coins oder so. Das ist recht billig für eine Map.
Wenn du bedenkst, der Diamant-Taiko, den wir letzte Woche gespielt haben, der war ja mal richtig für den Purpose, ja? Der war mal richtig daneben. Und der hat einfach 10 Euro gekostet, die Map. Dafür, dass sie so richtig, richtig schlecht war. Versuch mal, durchs Bild zu gehen. Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Machen wir gleich. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber... Okay, okay, okay. Mhm. Hier ist einfach gar nichts, toll. Da hätte ich ja auch gleich unten weitergehen können. So, wo war das? Wo war das? Hier, hier. Und dann muss man wieder ein bisschen rauf und dann wieder jumpen. Ich glaube, der Schlüssel ist im Bild. Ja, ja, wir gucken gleich, wir gucken gleich. So, einmal nochmal hoch. Und diesmal drücke ich nicht springen, sondern lass mich einfach drauf fallen. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Also hier kam ich nicht raus, ne? Wo war das denn jetzt mit dem? Musste ich noch höher? Nee, noch höher geht ja nicht. Ach, hier, ne? Hier, hier und dann. Okay, wir gehen gerade ins Bild rein. Guck mal, hier kannst du eh durchgucken. Okay, no comment. Einfach... Ich lese gerade, ich mag es nicht, wenn Leute Paul Berger sagen, weil mein Nachname ist Berger. Ja, aber dein Name, das eine ist doch Paul Berger, das andere ist Berger. Hattest du eigentlich ein Baumhaus? Ja, Baumhaus war, das war Krieg bei uns damals. Das war richtig Krieg. Wir hatten zwei so Gruppen von oh, guck mal. Wir hatten so zwei Gruppen an Jugendlichen bei uns damals, wo ich groß geworden bin. Und beide Seiten hatten so ein Baumhaus und es war immer Krieg. Es war immer Krieg. Tada! So. Was ist das denn? Ach so, ein Elchkopf. Boah, ich würde niemals jemanden besuchen, der sowas an der Wand hat, ne? Wirklich, wirklich nicht. Also das ist so... Ich finde es so gruselig, wer sich sowas aufhängt, der ist echt... Junge, 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 der hängt bestimmt irgendwann seinen eigenen Kopf daneben, weil der es einfach so feiert, weißt du? Ich finde das so gruselig, wenn jemand sowas macht. Das ist einfach... Das ist voll gruselig, sowas macht man nicht. Bin 13, Traum ist vorbei. Ach man. Okay, warte, ich guck gerade nochmal hier hinter. Nö, auch nichts, okay. Das heißt, die Seite ist schon mal safe, ja? Außer die schwarze Katze. Wir könnten natürlich wieder hier mit dem Essensaufzug fahren. Hey, sind wir wieder hier? Das ist ja wieder unser Onkel. Das ist ja wieder unser Onkel. Wir sind ja wieder hier. Aber wo geht's denn jetzt mit dem farblosen Schlüssel hin? Und fährt der Aufzug? Nö. Toll. Kann ich nochmal rutschen? Yeah! Okay, langsamste Geländer der Welt. So, wo gehört jetzt... Ich höre keine Schritte, okay. Wo gehört jetzt der farblose Schlüssel hin? Was ist besser, Minecraft oder Raft? Wenn ich crouche und sneake, könnte man mich nicht hören. Okay. Kann man nicht miteinander vergleichen. Weißt du? Also Raft ist auch super cool und möchte ich mit Kroko auch noch machen. Aber Raft ist nicht so Sandbox wie Minecraft. Deswegen kann man das echt nur schwer vergleichen eigentlich. Ey, Mutti! Schon mal einen an den Hinterkopf bekommen? So mit Wasser? Psst, psst, psst. So... Wer kennt's nicht? Das weltberühmte Schienenklavier, ja. Darauf wurden die diversesten Welthits verfasst. Auf dem Schienenklavier.
Also Shin Goch wurde damit auch super erfolgreich. Und kennst du Chinethoven? Okay, ich lass das mal. Spiel mal Gridrunner. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht das nächste Mal. Wir müssen mal gucken. Ich fahre dann auf dem Klavier. Okay. Hi, ich bin neu hier. Hallo Neuer. Also hallo Dame. So. An Mutti haben wir es vorbeigeschafft, ne? Müssen wir jetzt. Hier raus können wir auch nicht. Hey, wir suchen nur unsere Konsole. Es kann doch nicht sein, dass wir hier. Guck mal, die Stühle sind cool, ne? So grün, blau, rot, lila. Aber es kann doch nicht sein, dass wir hier so voll. Hey, was machst du da? Ach, wie auch immer, ich brauche deine Hilfe. Oben im Badezimmer, da ist ein Leck und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo ich das Rohr hingetan habe. Wenn du es findest, dann versuch das Leck zu fixen. Oh. Lulu Boy, dankeschön. Tschüss. Tschüss, Klaus. Klaus Kindinger und natürlich alle anderen, die schlafen gehen müssen, ne? Schlafschön, aber. Ja, toll. Soll ich hoch ins Badezimmer oder was? Und weil Papa wieder Löcher macht? Und ich die stopfen darf. Okay. Was ist denn hier oben? Ist hier oben irgendwas? Okay, das ist super schmal. Okay. Ich bin verwirrt. Soll ich hier hoch? Ich glaube nicht, oder? Oh mein Gott, das ist ja wirklich Hello Neighbor hier. Ach du Heilige. Okay. Okay. Ist hier irgendwas? Es sieht aus, als wäre was in der Lampe drin, ne? Als wären da unten zwei Blöcke auf einem. Guck mal hier. Okay, nee. Schade. Wie lange geht es noch? Ja, die Map will ich schon gerne durchmachen. Also ich würde schon versuchen zu schaffen, die Konsole zu mopsen und abzuhauen, ne? Weil. Willst du nicht? Okay, hier ist nichts. Hört ihr das Minecart auch? Das ist doch ein Minecart, oder? Hört ihr das? Hallöchen, eine Frage, Lars. Kannst du mal wieder mehr Bauvideos machen? Muss ich mal schauen. Das mit den Bauvideos ist immer so nach Lust und Laune. Ich höre das. Die Blumenvase, okay. Also das ist eine Kaffeetasse. Wo ist denn? Rosa Schlüssel brauchen wir hier. Okay, den haben wir nicht. So geil, wenn das so aus Gemälden gemacht ist, wenn es so super platt ist. Nö, echt? Ja, okay, es ist halt leise, ne? Kann sein. Schade. Da drinnen war nix. Okay, rosa Schlüssel haben wir nicht. Rosa Einhörner haben wir nicht. Rosa Schlüssel haben wir und wir haben das Rohr. Es sind immer diese Blumentöpfe, immer. Oh, das war irgendwie zu einfach. So, wo ist das Badezimmer? Wo ist das Badezimmer? Badezimmer? Ist hier das? Ach so. Oh. Ich bin ja auch ein Horst manchmal. Ich dachte gerade, wie komme ich denn da hochgejumpt und dann geht eine Treppe hoch. Na gut. Ruiner Schlüssel. Tü-tü-tü. Trichter? Nein. Blume? Technoblume! Okay, reicht jetzt. Grüner Schlüssel. Kann ich den hier grün färben? Okay. Und jetzt kann ich den Schlüssel und die Farbe. Kann ich da? Ja, natürlich. Jetzt haben wir einen grünen Schlüssel. Nice. Okay, einmal zurück. Warum sind überall Spinnnetze? Ich glaube, das sind sollen Wolken sein, weißt du, weil das Haus so in der Luft fliegt. Schon wieder ein Hammer, ja, echt mal. Ich sollte nicht so viel Chat lesen. Ich hab's zu spät gemerkt. Ey, oh, come on, Mutti. Du kannst dich nicht in die Tür stellen. Was geht? Oh, du kannst dich doch nicht. Guck mal, die steht einfach hier. Was soll ich denn machen? Hallo, Mama. Lass mich mal durch, Mama. Mama, das siehst du doch überhaupt nicht, ne? Ich meine, Mama. Die Mama braucht mal eine Scheißhausbrille. Dann sieht die auch jeden Mist. Oh. So, okay. Jetzt sind wir hier schon mal raus. Und hier? Weißt du, wie Kroko aussieht? Nein, weiß ich nicht. Hallo Lars, ich liebe den Bedrock Guide 2. Das freut mich.
Ich gucke den Stream immer mit meinem Bruder. Oh, das finde ich immer gut. Das finde ich immer gut, wenn man das mit anderen Leuten guckt. Einfach, weil das so ein bisschen, weißt du, dann kann man sich auch austauschen und kann so ein bisschen gemeinsam über Dinge reden, die der eine lustig fand und der andere und so. Wie alt sind Sie? Du darfst gerne du zu mir sagen, Roger. Und ich bin 13, weil Alter völlig egal ist. Oh, wer wohnt in der Ananas? Ganz liebe Meer. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, wir müssen einfach hier rein. Wir haben ja immer noch die Pipe. Wir haben immer noch das Rohr. Was ist das hier für eine enge Treppe? Wer baut denn so? Weißt du, wenn Coco mal wieder seinen Job verkackt. Wird es Bedrock Guide 3 geben? Das weiß ich noch nicht. Bestimmt irgendwann mal. Weil das hat sich ja so ein bisschen zu so einem eigenen Survival-Let's Play entwickelt und nicht nur Erklärvideos, ne? So, was mache ich jetzt? Hey, doch nicht im Ernst. Doch nicht. Ich kann doch nicht. Ich habe doch keinen Haken für darüber. Ich brauche erst einen Haken für darüber. Ich habe gar keinen. Was hältst du von Wählen ab 16? Oh, das ist so ein Thema, das passt hier heute echt nicht hin. Heute sind wir hier zum weißt du, Einschalten, zum Abschalten und so, und da passt so ein Thema halt echt nicht hin. Sei mir nicht böse, aber... Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich bin dafür, dass Leute ab 16 wählen dürfen, so. Aber mehr braucht es auch nicht, glaube ich, von meiner Seite. So, was ist hier? Sind wir hier schon raus? Achso, hier sind wir ja reingekommen, ne? Wir könnten auch hier... Nein, wir können nicht hier runter. Alpha-Wende, danke schön. Dann gucken wir mal hier. Och, Mutti! Mutti! Oh, Mutti nervt. Ach, guck mal, hier gehört's hin. Hi. Ja, na denn, ne? Hey, wo bist du denn hingegangen? Ich will zu Vater, ich hab dein Kack-Klo repariert, Mann. Ich hab dir nichts getan. Ich hab Vaters Klo repariert, Mutti. Mann, Mutti, ich hab das Klo repariert. Du kannst jetzt endlich wieder Fett abdrücken. Mutti, geh mal knötern hier und entspann dich mal. Mann, alles muss man selber machen, weißt du? Sorgst du dafür, dass die Leute wieder hier ihre Notdurft verrichten können? Und kriegst noch Ärger dafür. Das ist immer so als Kind, immer. Du kriegst immer Kasala, obwohl du alles richtig machst. Das Haus wie Fort Knox, ne? Nee, ich glaube, Fort Knox war schlimmer. So, wo war dein Vater jetzt? Mann, Mutti! Mutti! Wo ist dein Vater? Oh, Zipline-Handle! Wir hätten doch da... Wo habe ich die denn her eigentlich, die Zipline-Handle? Okay, warte, wir gehen nochmal... Wo war Mutti jetzt am Nerven? Mutti, 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 Mutti? Du hast doch einen Haken bekommen. Ja. Jetzt habe ich aber erst so spät gecheckt, weil... Baum. Oder so, keine Ahnung. Ich muss gerade gucken, wo es nochmal war. Von hier sind wir gekommen, ne? Oder? Nee. Ha. Ho. Hihihi. Und wo war die Zipline jetzt? Welch Mikrofonarm noch zu? Den jeder da nimmt von Rode Gedönsel. Sag nicht mehr Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Auf Mutti. Ja, weil Mutti mich immer, Mutti, ich krieg immer von Mutti Ärger. Das ist ja Mutti hier. Das ist ja Mama. Lars verläuft in seinem eigenen Haus. Ja, true story. Das ist eine wahre Geschichte. Mama, chill jetzt mal, ne? Mama, chill mal deine Nicht-Nuggets. Was kann denn Mama chillen? Die Zipline ist bei Mutti. Ja, ich bin ja schon bei Mutti. Hatschi! Nee. Okay, hier mussten wir lang, ne? Hier und dann hier hoch. Nein! Oh. Oh, wenn ich könnte, würde ich Mutti... Okay, hier können wir nicht lang. Wir müssen definitiv außenrum. Wann kommt mein Java-Server? Hä? Haben wir doch seit 3 Monaten... Rätsel, es ist schwer von hinten zu sehen. Was? Jetzt ist es schon weg. Das war leider der 4. Stream heute, den ich gucke. Okay, dann hi, willkommen zum 4. Mal.
hier bei Ihrem Mittwochabendprogramm. Ich heiße Sie herzlich willkommen und mein Name ist Professor Dr. Med Metzger. Ja? Und heute nehmen wir Mutti auseinander. Ja, die Mutti ist sehr nervhaft. Ja? Nein, okay. Wir gucken gerade mal, dass wir hier ein bisschen rumgesneakt kommen. Oh, Mutti, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die Mutter ist zu vorsichtig. Ja, aber so ist die Mama halt. Weißt du doch selber. Du hast doch auch eine Mama. Deine Videos und die von Kroko sind die besten. Ach, Quatsch. So viele Leute machen so gute Videos, aber Dankeschön. Ich finde das immer so ein bisschen gemein, allen anderen gegenüber zu sagen, das sind die besten Videos, weil das ist immer so eine Geschmacksfrage. Also du kannst sagen, ich finde diese Videos sehr gut oder am besten, aber zu sagen, das sind die besten, ist immer so... Zipline! I believe I can... Okay, ich bin schon gegengeknallt. War wohl nichts mit Fliegen. Die Muttis sehen halt nie was. Okay. Ja, komm mal, guck mal, hier dürfte jetzt kein Mensch sein. Ich bin mit einer Zipline hier rüber, ja? Pfeil und Bogen, was soll ich denn? Mutti! Mama! Wo bist du? Nee, aber. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ich glaube nicht, dass ich da lang soll. Ich glaube, ich soll da drüben was machen, oder? Lass erstmal da drüben gucken. Lars, wichtig. Ich habe in einem Kampf aus Versehen eine Nautilus-Schale gedroppt. Der Trunkene schwamm darauf zu und nahm die Schale. Ja, ist ja auch okay. Und ließ seinen Reizack fallen. Ja, ist ja auch so. Also kann man ja auch so machen. Das passiert nicht immer, aber immer öfter. So, hier geht's noch runter. Ne. Okay. Okay. So, Yandere, Lars. Oh, Yandere-Simulator wollte ich auch immer mal spielen. Ich habe überhaupt keinen Dunst von Yandere und ich habe das gesehen bei anderen und ich fand das so witzig. Ich fand das so witzig, aber das ist einfach so durch, Yandere-Simulator. Das ist so nicht von diesem Planeten irgendwie. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Okay, müssen wir rüber? Ich glaube, wir müssen rüber, oder? Weil hier ist ja nichts. Lars, hast du einen Server auf der Bedrock? Nein, habe ich nicht. Okay, danke. Oh, guck mal, hier muss man vier Dinge platzieren. Okay. Ach, come on, da oben. Da oben, hast du gesehen? Da war Vaters Powerlocke, mehr war da nicht. Hier. Alter, was geht mit Vater? Junge, ist der schnell. Welcher Simulator? Yandere. Das ist so Japan angehaucht. Es ist quasi so. Ey, ich stehe hier unten. Du kannst mich gar nicht sehen, Niki. Yandere Simulator ist so ein bisschen Japan-Style halt, ne? So japanische Highschool und es ist halt super weird einfach. Es ist wirklich einfach super weird. Guck mal, das sieht der nicht. Weißt du, wenn ich unten an der Wand stehe, okay, das sieht der nicht. Schieß ihn ab! Nee, ich glaube. Ich glaube, es hat Papa einen Scheitel, du. Okay, wir gehen erstmal leise. Nein. Oh, busted! Wie bei GTA, ne? Busted! Hier was drin? Nein. Nein. Hä? Warum sind wir denn jetzt hier? Was soll ich? Hier ist doch nichts. Was soll ich denn hier? That make totally no sense. Ich kann die Bude auseinandernehmen, toll. Hier ist noch eine Leiter, warte. Biu! Zu hoch. Biu, bitte schön. Und biu. Okay, habt ihr das auch gehört? Das war eine gruselige Tür. Eine sehr gruselige Tür.
Kannst du mal Minecraft Anfänger 2 machen? Nee. Also jetzt gerade nicht. Spring mal runter. Geht nicht. Das sind unsichtbare Wände. Ich kann nicht runterspringen. Ich würde ja. Sag mal, jetzt hier hinten das Ding auf. Yo, jetzt ist hier auf. Guck mal, jetzt können wir hier durch. Okay. Ey, warum ist da hinten? Ich hab, da, guck mal da hinten, ich habe aber keinen Pfeil im Bogen mehr, man hat mir das weggenommen. Ich hatte 64 Pfeile und nach 4 Pfeilen hat man es mir weggenommen. Oh, Armbrust mit Pömpel, ernsthaft? Wer schießt denn Pömpel? Warte. Ich will das sehen. Da fliegen echt Pömpel, ne? Da fliegen... Da fliegen wirklich Pömpel. Ich meine, ernsthaft. Ich weiß noch nicht, was ich schreiben soll, aber ich bedanke mich, dass du heute ein paar meiner Kommentare vorgelesen hast. Ach ja, alles gut. Pömpel! Oh nein. Ja, wow. Jetzt bin ich genau eine Etage. Das ist die schnellste Zipline auf diesem Planeten. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Hooray. Zipline. Da. Brown Key. Oh yeah, Brown Key. Brown Key, yeah. So, aber ich hab... Braunes Schloss, kein Dunst. Wo? Wir haben doch kein braunes Schloss gefunden, oder? Moin Lars, wie geht's deinem Kind? Dem geht's supidupi. Der nimmt jeden Tag zu, der wächst und gedeiht, alles gut, alles schnieke. Ach hier, guck mal. Hallo? So, komm, wo ist Busted? Wir rennen einfach. Busted! Ich habe das Gefühl, das kenne ich. Ah, die Eltern sehen alles. Ja, meistens. Also es dauert sehr, sehr lange, bis du irgendwann es mal schaffst, schlauer zu sein als die Eltern oder es quasi so zu machen, dass die Eltern es nicht mitkriegen, weil schlauer stimmt ja nicht, ne? Lars, ich habe morgen vor 2 Jahren ein was? Ja, bald doch. Okay, ja komm, ich tue es wieder weg. So. Wo ist jetzt unsere Konsole? Die muss irgendwo hier sein, weil da drüben stand auch Mutti, ne? Hier in der Ecke stand Mutti irgendwo. Dödem. 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 Dödem, 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 dödem. Ne. Come on, ich bin wieder weggesneakt. Was ist denn los? Och man. Aber ich muss auch gestehen, ich habe es nie geschafft, Mutti irgendwie zu quasi hinterlisten. Also ich habe es nie geschafft, irgendwie mich leise rauszuschleichen. Also ich habe mal... Warte, kann ich kurz erzählen, ne? Ich hatte Hausarrest. Also bei mir sind wir noch gerne rausgegangen und haben nicht alle gezockt dran, ne? Aber, ich hatte halt Hausarrest und mein Zimmer war im ersten Stock. Und wir hatten so ein Vordach, ne? Über der Eingangstür vom Haus. Und ich bin dann aus meinem Fenster auf dieses Vordach gesprungen und bin dann von dem Vordach auf die Mülltonnen gesprungen, ne? Weil ich wollte halt raus. Das Problem war nur, die gelbe Tonne, die war halt leer und dann bin ich halt bäm, in die Mülltonne gescheppert, weißt du, der Deckel von der gelben Tonne ist so abgerissen und da rein und ich bin auch so voll in die gelbe Tonne gescheppert, hat Mordskrach gemacht und Vater macht nur so die Haustür auf, so, du hast Hausverbot und die Mülltonne bezahlst du auch, boom, Tür wieder zu, das war so gut einfach, das war einfach so, oh yay, geil, ich habe eine Mülltonne geschrotet, aber, es war Action, weißt du, es war nicht langweilig, ich hatte immerhin hatte ich eine Idee und so eine Stunde lang war das spaßig, weil du denkst dir das aus, überlegst, tust dir weh, tust dir nicht weh, bla, ne, bist du dich draus und so. Ja. Habe ich halt eine Mülltonne kaputt gemacht. Das war schon gut. Aber so ähnlich denke ich mir das dann hier auch. Ja, da läuft da oben irgendwo, ne? Was hast du für Eltern? Ich glaube... Genauso Eltern wie alle anderen auch. Warte, Tufi. So. Ich habe mit 4, 5 einen Publizisten ausgetrickst. Das klingt irgendwie merkwürdig.
Was hat die Mülltonne gekostet? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, das weiß ich nicht. Wie geht's, dass man Hausverbot hat? Darf man dann einen Tag nicht rein? Ich hatte ja Hausarrest bei meinen Eltern. Ne? Hausverbot ist ja was anderes. Ne? Du hast ja Hausrecht. Also so in deinem Laden oder in deinem Haus oder so hast du ja Hausrecht. Und wenn du jemandem Hausverbot erteilst, dann darf er nie mehr wieder rein. Ja, also, ne, du kannst das natürlich begrenzen auf eine Woche, auf weiß ich nicht. Ne? Aber Hausverbot ist quasi, er darf nicht mehr rein. So, warte, ich springe einfach mal hier runter, weil ich habe kein... Oh, okay, hallo. Ich wollte sagen, ich habe keinen Dunst, ob das hier richtig ist. Okay. Warte, so. Muss ich jetzt... Und jetzt? Nee, das geht nicht, ne? Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie wieder hoch. Okay, hallo, 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 hallo. Yeah, wir haben unsere schickeste Konsole der Welt. Ich meine, das ist nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nice. Huh. Okay. Cool. Hey, jetzt bin ich direkt wieder hier. Okay. Das ist jetzt schade. Ich wünschte, ich hätte mich ein bisschen umgucken können im Hause oder so, aber jetzt sind wir gleich wieder hier in dem Luftschiff. Okay, wir haben es durchs Haus geschafft. Ah, wir kommen noch nicht raus, weil wir noch nicht ausgewählt haben, aber wenn wir jetzt hier so machen, zack, jetzt kommen wir raus, ja? Oder? Ja, jetzt kommen wir raus, okay. Wir haben jetzt quasi entschieden. Ja, cool. Cool, wir haben es geschafft. GG. Nice. Auf einmal steht die Konsole so rum ohne Tresor. Ja, echt mal. Ich hätte auch gedacht, dass sie irgendwie so voll fett eingebaut ist oder so. Die PS5 Return Edition. Jetzt nochmal auf Hardcore. Das wäre ich, ist wirklich zu einfach. Weil wenn du es kennst, dann kommst du easy am Mutti überall vorbei. Die Mutter hat auch hinten Augen. Ja, echt mal. Echt mal, auf jeden Fall. Puh. Rätsel, es ist schwer von hinten zu sehen, wenn du Tipps brauchst, sag es. Es ist schwer von hinten zu sehen. Lars, was arbeitet deine Frau? Meine Frau arbeitet bei dem YouTube-Kanal Lars LP und macht da Papierkram und Büro und so. Warte. Huh. Hi. Oh, ist ein bisschen laut, ne? Mach mal so. Ah, was machst du jetzt noch? Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen quatschen vielleicht. Vielleicht eine andere Map, glaube ich, heute nicht. Du hast Hausverbot gesagt. Ja, I'm so sorry. Man kann sich ja mal versprechen. Hast du einen Zopf? Ja, mittlerweile. Ich war ja seit Corona hier. Seit Corona war ich nicht mehr beim Friseur. Bald. Bald. Gridrunners. Ja. Nächstes Mal vielleicht. Schläft der kleine Elias? Ich glaube, jetzt gerade nicht. So, ab 22 Uhr ist der wach bis morgen früh um 4. Weißt du, der ist so wie ich. So, Musik okay? So ist okay, ne? Okay. Dein Skin hat Mundschutz. Ich weiß, den habe ich ja auch gemacht. Tattoos kann man hier nochmal gucken. Nimm mal ein Cappy ab. Nö. Das ist Sam und Alba, ne? Von daher. Welchen Haarstyle und Farbe hast du? Das ist immer unterschiedlich. Das ist immer in der Lust und Laune. Doch, ich habe nur zwei Freunde. Reicht. Reicht, mehr brauchst du auch nicht. Würdest du gerne bei Mystery 2 mitmachen, aber leider geht's nicht. Ja, wir wissen noch nicht mal, wann es startet. Das ist das Problem, weißt du? Kannst du vielleicht mal Bad Wars probieren auf Hypixel? Nee, das mag ich überhaupt nicht. Moin, welches Auto fährst du? Focus. Das ist so. Ist das Tattoo echt? Ja. Ja, das ist echt.
Du ignorierst mich gar nicht, wahr? Als ich klein war, dachte ich, ich werde Video überwacht. Es gibt ja die Theorie, dass wir quasi alle nur wie Sims sind, ne? Dass wir alle nur so... Warte, ich muss mal gerade das mit dem Chat ändern. Ich gucke gerade die ganze Zeit da so raus, wenn der Chat da ist, weißt du? Aber es gibt ja diese Theorie, dass wir quasi alle nur wie Sims, weißt du? So wie Sims leben. So. Dass wir quasi alle ferngesteuert werden irgendwie. So, guck mal, jetzt kann ich hier in den Chat gucken. Das ist doch viel besser. Check mal den YouTuber Hallo LP, der feiert dich richtig. Hallo LP, komm, wir gucken mal. Bei meiner Mutter an der Schule gibt es einen Falken namens Tom und Tina. Und Tina hat 6 Eier gelegt. Wie cool. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Du meinst Truman Show, Matrix, Höhlengleichnis? Quasi so, ja. Quasi so. Wobei das natürlich alles auf unterschiedlicher Basis basiert, ne? Die Truman Show ist ja was anderes wie die Matrix und so. Aber Valve, ne, also die Macher von Steam und Half-Life und so, die arbeiten wirklich an der Matrix. Kein Scherz. Also wirklich, dass du so, für alle, die mal Ready Player One gesehen haben, den Film, ne, das ist ja so ein bisschen so, du ziehst quasi eine Brille auf und dann bist du auf einmal in der Welt, ne? So ein bisschen wie VR, nur mit den Gedanken gesteuert, dass du halt nicht so dich bewegen und laufen brauchst, ne? Und dass du mit tausenden Leuten zum Beispiel in ein Stadion gehst und feierst und keine Ahnung oder so, ne? Und Valve arbeitet da wirklich dran und glaubt auch, dass das bis 2030 schon der Standard sein wird. Überleg mal, das sind noch 9 Jahre. In 9 Jahren werden wir alle wie in der Matrix rumrennen. Wie krass. Oder Surrogates. Ja, Surrogates auch sehr cool. So, warte, ich wollte gerade gucken. Ihr habt gesagt, hallo LP, ne? Gucken wir mal, hallo LP. Raidest du heute? Ne, es geht hier leider nicht. Raiden geht nur auf Premieren. Weißt du, welche Version man spielt, wenn man auf der Switch zockt? Das ist die Bedrock. Ich habe 6 Eier. Ich zerbreche 2, ich koche 2 und ich esse 2. Und dann habe ich immer noch 4. Okay. Gut, braucht man nicht gucken. Hi, ich bin neu hier. Achtest du auf mich? Hallo David, ich lese eigentlich so ziemlich alles, aber ich kann nicht auf alles reagieren, weißt du? Das ist so, das geht halt nicht. Das geht halt wirklich nicht. Kannst du anfangen? Hä, wir haben die Map schon geschafft! Digi, wir haben die Map schon! Was ist denn los? Wann bist du 13 geworden? Am 20.10. Wann hast du deine Frau kennengelernt und wie lange seid ihr schon verheiratet? Also, ich hab... Also, zusammen... Ein Pärchen sind meine Frau und ich seit dem 22.12.2012. Also seit, ja, bald 9 Jahren. Und verheiratet sind wir jetzt seit bald einem Jahr. Was ist Matrix oder wie man das schreibt? Ein Film, also eine Idee. In dem Film ist es so, dass quasi alle Menschen sind über die Gehirne miteinander verbunden und leben in ein und derselben Traumwelt. Du musst dir vorstellen, das ganze Leben jetzt so, wie du so, ne, was du so lebst, wäre eigentlich nur ein einziger riesiger Traum, in dem alle Menschen drinne sind und träumen. Oh, durch Ei! Wieso komme ich nicht auf deinen Server? Weiß ich nicht. Müsste ich gucken. Hey, Lars, ich guck dich seit ich 7 bin, jetzt bin ich 11. Nice, das ist voll gut. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Im Abitur. Und rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Ich hab mal geraucht. Ich kann das ja sagen. Eine Matrix-Spoiler, ich will es noch gucken. Das ist eigentlich nicht der große Spoiler-Twist. Das liegt eigentlich woanders. Aber, ja, ich hab mal geraucht, aber, ich hab, wie gesagt, meine Frau im Abitur kennengelernt, das wollte ich sagen. Und raucht nicht, das ist nicht gut. Du bist 40. Nee, stimmt auch nicht. Hey Lars, wann ist dein nächster Livestream? Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Spielst du heute nochmal? Ich glaube nicht. Kommt Minecraft auf der PS5 RTX raus? Ja, soll eigentlich. Geht eigentlich auch schon.
Aber warum das noch nicht ist, weiß ich nicht. Lars, magst du Hamster? Kennt das jemand? Lars, magst du ein Bad Rock Guy? Das freut mich. Ich hab dich geschaut und gar nicht gerafft, dass ich dich schaue. Ja, das passiert auch manchmal. Wie ist es so, Vater zu sein? Ach, ich bin das seit einer Woche von einem Wurm, der noch nicht mal richtig gucken kann. Also da kann man nicht viel zu sagen. Please antworte, wo hast du deinen Skin gemacht? Nova Skin. Einfach auf novaskin.com gehen und da dann nach Lars LP gucken. Kommt Minecraft für die Xbox Series X raus? Ist es doch schon lange. Über den Game Pass kannst du das doch einfach auf der X spielen. Lars, wann warst du das erste Mal richtig verliebt? Wann hast du deinen ersten Kuss? Boah, das erste Mal richtig verliebt war ich in der vierten Klasse, glaube ich. Also das war dann auch wirklich in der vierten Klasse, das war auch dann wirklich so, dass ich zu dem betreffenden Mädchen hingegangen bin und der das dann auch wirklich gesagt hat, so, dass ich die mag und bla. Leider habe ich voll den Korb bekommen, aber hey, gut, man, jeder fängt mal an, ne? So. Und der erste Kuss war mit 16. Ja, 16. Das ist dein erstes Baby? Ja, ist mein erstes und wahrscheinlich auch mein einziges. du bist Vater vom kleinen Würmchen, ja genau. Ich dachte, heute machst du Minecraft Dungeons. Nein, ich habe gesagt, heute reden wir darüber. Und ich habe am Anfang des Streams erklärt, dass wir Minecraft Dungeons dann anfangen, wenn der Kroko eine Facecam benutzt. Und ja. Ich kann nichts dafür, dass er keine Facecam benutzt. Frau von Lars weghören. Nö, warum? Das ist ja völlig normal. Jeder Mensch, den du kennenlernst, der hat irgendeine Vergangenheit und das gehört doch dazu. Das ist ja vollkommen normal. Weißt du, kein Mensch ist unbeschrieben. Keiner. Das wäre nicht normal. Wenn jemand mit, keine Ahnung, 65, 25, 15 unbeschrieben wäre. Im Flughafenstream habe ich geschrieben, eine Frage, glaube ich, das habe ich nicht geschrieben. Du hast mir leider nicht geantwortet. Ja, aber dann stell dir einfach die Frage. Jetzt hätte ich deine Frage gelesen. Ja, also es ist immer so, jeder bringt irgendwie seine Geschichte mit, seine Vergangenheit und welche Art von Wurm. Regenwurm oder kleiner Wurm? Stöpselwurm. Es ist ein Stöpselwurm. Und vor allem ist es ein kleiner Schmackofatz, der Elias, weil der Elias, der futtert so übertrieben viel. Also laut dieser allerersten, dieser Pränahrung, ne, soll der 60 Milliliter essen und der isst schon 100. Aber wenn ich dem keine 100 gebe, dann schreit der los. Der hat noch Hunger. Also baller ich dem halt 100 Milliliter rein. Dem geht supi danach, ne? Ramon, dankeschön. Dem geht supi nach den 100 Millilitern und der wächst und gedeiht. So, alles gut. Vorhin war es noch ein Gummibärchen. Ja, ich sag mal Schmackofatz, weil der ist wirklich viel. Habe Valheim gekauft, bringe meinen 67-jährigen Vater es momentan bei. Nice, Prismarin, nice. Du bist 29 oder 13 oder 29, 13, nee. Bitte antworte, wie kommt man auf deinen Server? Einfach die IP joinen. Ich sitze seit 20 Uhr auf einer Wärmflasche. Das kann man auch falsch verstehen. Du sitzt wirklich mit deinen Backen auf einer Wärmflasche. Seit 20 Uhr. Heißt du denn echt auch Lars? Ja. Ja, ja, ja. Wie kriege ich deine Emojis? Mitglied werden. Claudia von vorn schreibt nicht nette Sachen. Wetten, du liest das nicht. Wette verloren, dankeschön. Bitte einmal abonnieren, liken, favorisieren, Kanalmitglied werden und die Seele verkaufen. Du bist 37, oder? Nein, auch nicht. Ich würde wahrscheinlich in seinem Alter 120 Milligramm essen. Ja, ist eine Woche alt, ne? Komm schon, ignorierst du mich absichtlich? Ich weiß, du hast viele Nachrichten, aber... Bei dem Aber habe ich aufgehört. Weißt du, das ist so wie... Du bist voll... Keine Ahnung. Ich habe nichts gegen Hunde, aber... Wie lange spielst du schon Minecraft und wie alt warst du da? Ich spiele das seit der Beta.
wie lange ist das denn her? Du bist 29, oder? Ich finde, es wird für immer so bleiben, dass Leute rumraten. Weil das, was im Internet steht, stimmt nicht. Ja, und ich werde euch nicht sagen, wie alt ich bin. Weil das Alter ist doch vollkommen egal. Ich frag ja auch nicht, wie alt du bist. Und dann sagst du, ja, ich bin 13, 3 Viertel. Sag ich, ne, raus. Erst ab 14, ein Achtel, ja? Das ist ja Quatsch. Liest du das, du Koffer? Machst du irgendwann einen Server auf der Bedrock? Ich glaube nicht so, wie es momentan aussieht, eher nein. Nee, ich sag's echt nicht. Mann, antworte bitte, Kaiserschnitt oder normal? Hab ich schon beantwortet. Hast du schon vor fast einer Stunde gefragt, hab ich geantwortet. Hast du nicht zugehört? Entschuldigung, manchmal muss das sein. Bist du eher Team Bedrock oder Java? Weder noch. Ich bin 13,25416. Du hast es erfasst, Aiden. Verdammt. Schenkt dir dein Sohn etwas zum Vatertag? Der ist eine Woche alt. Alter, was ist denn los mit euch? Keine Ahnung, wie man schreibt. Ist 28. Stimmt leider auch nicht. Ich meine, finde die nicht doof. Spielst du auch FNAF? Das haben wir vor 6 Jahren oder so haben wir das mal gespielt, FNAF, ne? Vor 6 Jahren oder so haben wir FNAF gespielt. Heute würde ich es nicht machen. Ich glaube, es würde einfach nicht passen. Weißt du, es würde nicht passen. Ich fände es geil, dass ihr genauso Bock auf Adventure-Maps habt wie ich, ne? Weil wir waren eben zwischenzeitlich 3000 Leute. Das macht mir mega Spaß. Das sind super viele Menschen, das ist super verrückt. Auch wenn man sich das mal vorstellt, ne? Wenn man sich das einfach mal vorstellt, so eine kleine Arena ist da einfach voll. Weißt du, oder der Telekom-Dome von den Telekom-Baskets, das ist einfach voll. Weißt du, ich kleines Spackomon, weißt du, ich spawne in der Telekom-Halle mit so einem Rechner und da sitzen einfach 3000 Leute und würden mir dabei zugucken. Das ist so crazy einfach. Das ist so crazy. Du bist der einzige YouTuber, der mir geantwortet hat. Yay, ich gebe mir Mühe. Lars Abenteuer habe ich heute aufgenommen, aber noch nicht fertig. Was hältst du von Lars LP? Unmöglich, der Typ, oder? Dass der noch nicht gebannt ist, ja? Ich meine mal ganz ehrlich, man kann sich streiten, ne? Man kann sich streiten über ApoRed. Man kann sich streiten über ApeCrime. Man kann sich streiten über Montana Black, ja? Oder Trimax, oder weiß ich nicht. Aber, Alter, Lars LP, der Abschaum des Internets, ne? Also, das kann ich wirklich nicht verstehen. Da sind selbst die Badepool-Streams auf Twitch, ja? Die sind Niveau gegen Lars LP. Ich verstehe nicht, wie Leute sowas gucken können. Ja, ganz ehrlich. Da geht mir die Hutschnur bis hier, ja? Da merkst du doch, wie du doof wirst bei Lars LP. Okay. Welche Map spielst du in Bedrock ein? Der random generierte. Ich habe da nie irgendwie was rausgesucht oder so. Gleich ist endlich Schluss, dann kann ich gehen. Lieber Frank, du kannst aber jetzt schon gehen, wenn du möchtest. Ich habe eine Frage, kannst du bitte Bedrock Guide spielen? Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Du bist zwischen 20 und 40. Das ist doch schon mal eine nettere Aussage. Welche Facecam hast du? Ich habe eine richtige Sony Alpha 6000. Also hier habe ich noch so eine... Das war mein allererstes Facecam. Und Alter, diesmal runtergeschöppert hier. Das war mein allererste Facecam. Hier so eine ganz billige kleine Webcam von Logitech hier. Ne? Guck mal da. Und mittlerweile steht da eine richtige Kamera mit Objektiv und allem. Lars hat eine Basecap auf und seine Hutschnur geht ihm bis hier. Hä? Wie ist dein IP? Guck mal im Community-Tab, da habe ich die gepostet ein paar Mal. Ansonsten unter Videos ist die auch immer mal wieder. Also, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Es hackt ja keiner auf dem Alter rum. Ich glaube, die meisten denken einfach nur so, wenn die mich oft genug fragen würden, kriegen die das irgendwann raus. Weißt du, Sticheleien, aber keine Chance. Leute, dafür bin ich zu selbstbewusst genug. Das schafft ihr nie. Das schafft ihr nie. Da ist die IP, ne? Ist auch die richtige, glaube ich. Ja. Bekommt Mini Lars ein Mini Lars Minecraft Skin? Oh, das wäre witzig.
Aber der, wie gesagt, der ist eine Woche alt, Leute. Lasst ihm doch mal Zeit. Der muss erstmal hier ankommen auf dem Planeten. Der muss erstmal fertig werden und dann können wir weiter gucken. Ich denke, die meisten denken, dass du nicht nach 13 aussiehst. Ja, ich sehe ja auch nicht nach 13 aus. Das ist ja ein Gag. Glaubst du an Gott? Überhaupt nicht. Sind wir Sims? Ja, vielleicht. Ich wette mit dir um ein Abo, dass du nicht antwortest. Aber du brauchst nicht abonnieren. Nur weil ich es vorgelesen habe, brauchst du nicht. Alles gut. Du sollst nur abonnieren, wenn du Bock hast, das auch öfter zu gucken. Kannst du wieder jemanden fertig machen? Der Jonas vor allem fragt, ob ich wieder jemanden fertig machen kann. Also, weil der denkt, ich wäre voll gut im Dissen. So, Jonas. Hm, Jonas. Wie wäre es, wenn wir mal auf Leuten rumhacken, die Jonas heißen? Hm? Nein. Mir wird erst jetzt angezeigt, dass du streamst. Ja, das ist leider zu spät. Merkte du einfach jeden Mittwoch 20 Uhr. Ja, YouTube ist mein Job. Ja. Ich bin Vollzeit-YouTuber. Wie macht man die Grafik schöner in Minecraft? Habe ich jetzt ganz oft von der Melina gelesen. Melina, dazu habe ich schon Videos. Muss man nach Minecraft Shader, S-H-A-D-E-R suchen. Und dann Bedrock oder Java. Ach komm schon, sag doch bitte, was du von Hermitcraft hältst. Okay, ich habe ein paar Mal Hermitcraft heute gelesen. Ich habe schon ein paar Mal auch gesagt, also nicht heute, sondern in anderen Livestreams. Ich mag Hermitcraft sehr gerne, aber Hermitcraft hat ein Problem, das genauso Mystery kriegen wird. Und zwar, bei Hermitcraft dreht sich eigentlich alles, es dreht sich alles um die Dynamik zwischen Mumbo Jumbo und Grian. Darum dreht sich alles. Wenn die zwei nicht wären, wäre Hermitcraft schon tot. Und ich glaube, bei Mystery wird das ähnlich, dass wir irgendwann 6, 7, 8 Leute sind. Und eigentlich dreht sich alles um diese Dynamik von Kroko und mir. Weil das einfach diese Ursprungsdynamik ist. Und bei Hermitcraft ist das einfach, Grian und Mumbo Jumbo sind zusammen so eine kreative Bombe und haben so coole Ideen. An was glaubst du, wenn du nicht an Gott glaubst? Ich glaube an gar nichts, sondern ich bin für Fakten. Weil Glauben ist schön und gut, das kannst du, wie du möchtest, aber Fakten entsprechen den Fakten und sind belegbar. Und wäre morgen dein erster Vatertag als Vater? Ja. Ich habe die gleiche Webcam. Ja, aber die ist mittlerweile echt oll. Also die ist wirklich oll. Kannst du deine Freundin in den Stream holen? Nö, die möchte nicht ins Internet. Ich bin auch Atheist. Ne, ich würde nicht sagen, dass ich Atheist bin. Ich würde nicht sagen, dass ich an nichts glaube. Aber grundsätzlich bin ich für Fakten. Ich glaube, es gibt eine Welt oder einen Bereich, den wir noch nicht kennen und nicht verstehen. Ist egal, ob das Geisterwelt ist oder sonstiges. Ich glaube aber nicht an eine Götterfigur. Das macht nämlich gar keinen Sinn, eine Gottesfigur. Ich glaube auch nicht so an Himmel, Hölle, bla und so weiter, wie uns das die Religion halt weiß machen wollen, weil das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Ja, und deswegen glaube ich da weniger dran. Vielleicht kommst du in die Hölle, ja, dann ist das so. Und? Wayne? Ich meine, hey, im Himmel ist es heißer als in der Hölle, zumindest aus physikalischer Sicht. Deswegen komme ich doch gerne lieber in die Hölle. Kannst du mal Castle Story spielen, weil Kroko das gestern gespielt hat, ne? Ganz ehrlich, hat mir nicht so gefallen, Castle Story. Wie viel Geld verdienst du ungefähr pro Monat mit YouTube, Lars? Naja, sagen... Durchschnittsgehalt, wie die meisten Menschen, die arbeiten gehen. Ich muss ja auch, wie gesagt, ne, meine Frau bekommt ein Gehalt von dem Unternehmen Lars LP. Der Michael, der die Videos cuttet, zumindest... schon ein paar, noch nicht alle, der bekommt ein Gehalt, das muss ja auch bezahlt werden. Wir leben in einer Simulation, das wäre voll lustig. In einem Buch, was ich mal gelesen habe, gibt es eine Religion, die an die Wissenschaften, an das Universum im Ganzen glaubt. Aber das ist ja kein Glaube. Glauben ist nicht Wissen. Und Wissen ist nicht Glauben. Deswegen, also eine Religion, die an Wissenschaft glaubt, das ist ja schon paradox in sich. Weil die Wissenschaft glaubt nicht. Hä? Okay, pass auf, wir haben 22 Uhr durch. Wir haben schon 22 Uhr durch. Hast du eine Konsole? Ich habe alle Konsolen. Ich habe PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Ich hatte eine
Ich hatte Nintendo hatte ich wirklich alle. Vom Super Nintendo bis heute habe ich jetzt noch eine Switch und Switch Lite. Alles an einem 4K-Fernseher im Gamingzimmer angeschlossen. Das habe ich auf Instagram mal gezeigt. Einfach. Von Hamburg nach Dresden gezogen. In beiden Orten habe ich leider noch nicht gewohnt. Ich wohne genau auf der anderen Seite von Deutschland. Wann wirst du denn 14? Am 20.10. und damit machen wir für heute Schluss. Lars, im Mittelalter wärst du hingerichtet worden. Nee, ich wäre ja so schlau gewesen, im Mittelalter das nicht zu sagen. Ha! Ja. Im Mittelalter hätte ich gewusst, jemand will mir was, hätte ich direkt gesagt, Hexe! Hexe! Weißt du, und dann hätte ich das Problem erledigt. So. Okay, Leute, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Es ist super entspannt. Es macht super viel Spaß zu streamen. Und ich bin auch froh, dass wir wieder gestreamt haben. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr wieder. Vielleicht auch früher oder ein, zwei Tage später wegen Kroko-Stream. Aber grundsätzlich nächste Woche Mittwoch 20 Uhr. Da bin ich auf jeden Fall hier anzutreffen. Oder morgen im Video. Oder, ja. Schau einfach mal auf LarsRP vorbei. Kannst dir einen Wecker stellen. Jeden Tag 14 Uhr. Rein zufällig ein Video. Und LarsRP.shop gibt's auch noch. Aber hey. Da oben steht Dauerwerbesendung. Ich fühle mich genötigt. Weißt du, ich muss Werbung machen. Und jeden Like spende ich einen Cent. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn? 2800 Likes. Komm, mach noch die 3000 voll, dann spende ich 30 Euro für den heutigen Stream. Ne? Das sollte doch machbar sein, oder? Komm. Das sind noch 107 Likes. Kriegst du noch hin, ne? Für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck immer liken. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank. Ich bin raus. Ciao. Mit V. Schlaft schön. Kommt gut in den nächsten Tag. Morgen ist der Feiertag. Schlaft schön aus. Und wir sehen uns wieder. Ich bin raus. Ciao. Mit...